So, und sage hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Online-Seminar der Deutschen Huntington Hilfe. Ich begrüße ganz herzlich die Frau Professor Dr. Heer aus dem Zentrum für Humangenetik in Regensburg und auch den Dr. Rainer Hoffmann aus dem Huntington-Zentrum Süd in Taufkirchen-Vils und freue mich super, dass Isa dabei ist heute, die Kinderwunschbeauftragte der Deutschen Huntington Hilfe. Und ohne dich, Isa, hätte es das Online-Seminar heute gar nicht gegeben. Also du bist großer Initiator und Mitgestalter dessen, was hier in den letzten Jahren passiert ist und auch ja, hast du eine Idee gehabt für dieses Online-Seminar und toll, dass du heute selber dabei sein kannst. Ich bin Michaela Winkelmann und ich bin die Vorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. So, was wir heute machen, nach der Begrüßung will ich kurz die Technik erklären und die DHH vorstellen, sowie die Referenten gleich nochmal groß zeigen. Dann gibt es zwei Vorträge. Zunächst wird, ne, drei sogar. Ich werde zunächst was sagen über die Möglichkeiten generell zum Thema Kinderwunsch. Dann kommt die Frau Heer zum Thema PID, Präimplantationsdiagnostik. Der Rainer Hoffmann hat was von emotionalen Aspekten dabei. Und ein ganz wichtiger Teil, das ist nicht Vortragsteil, aber so ein Erfahrungsbericht, und für uns heute auch Neuland, dass wir von verschiedenen ja, Betroffenen aus der Huntington-Gemeinschaft Originaltöne hören werden, was Sie zum Thema Kinderwunsch gemacht haben. Und es ist für uns, für mich total aufregend, dass wir das heute haben können und dabei haben. Technisch ein bisschen herausfordernd, von daher muss man gucken, wie wir es hinbekommen, aber ich glaube schon, wir haben es geübt, dass das klappen wird. Und gegen Ende haben wir dann noch ein paar Informationen, Ansprechpartner und 16 Uhr, ich glaube, das schaffen wir bestimmt. Genau, technische Hinweise habe ich schon gesagt, kommen zuerst. Die heute teilnehmen an dem Online-Seminar live. Wir können euch nicht sehen, wir können euch nicht hören als Referenten, als hier Vierer-Team. Aber ihr wollt natürlich ganz auch euch mitbekommen, welche Fragen euch durch den Kopf gehen während des Online-Seminars, welche Fragen ihr zum Thema habt. Und dazu gibt es die Möglichkeit, am unteren Bildschirmrand gibt es einen F- und A-Knopf. Und wenn man da drauf drückt, kann man eine Frage reinschreiben und wir werden die dann sehen können und vorlesen. Wir werden immer nur die Vornamen verwenden von denjenigen. Wer auch den Vornamen nicht preisgeben möchte, kann mit diesem Haken ganz unten anonym senden, uns auch so Fragen stellen und Fragen sind jederzeit willkommen. Wir gucken immer drauf, welche Fragen reinkommen und werden die dann entsprechend beantworten. Vorab zur Deutschen Huntington Hilfe. Wir sind die Selbsthilfeorganisation und Patientenvertretung für die Huntington-Familie in Deutschland schon seit über 50 Jahren. Wir sind bundesweit vertreten, aber auch regional in den Ländern und Gruppen vertreten. Wir haben eine zentrale Geschäftsstelle in Duisburg, bei der man sich beraten und Informationen holen kann. Ja, zu unseren Angeboten gehören Austauschtreffen, Informationsveranstaltungen, neuerdings auch online, so wie hier, bundesweit. Und ja, wir haben einmal im Jahr eine große Tagung, die ist wieder im Oktober und bringen eine Zeitschrift heraus, den Huntington Kurier. Viele Informationen bei uns findet man auf unserer Webseite, wo man auch den Mitgliedsantrag findet. Mitglieder von uns bekommen den Huntington-Kurier zugeschickt, auch Vergünstigungen bei Infomaterial und Veranstaltungen und auch sonst Vergünstigungen. Und es ist auch total wichtig, dass jedes weitere Mitglied unsere Stimme stärkt gegenüber Dritten, wenn wir da auftreten und sagen, wir vertreten so und so viele Mitglieder der Huntington-Gemeinschaft, ist das eine größere Mitgliederzahl auch wichtig für uns. Jeder, der, ich mache keine Werbung für Amazon, aber der Amazon nutzt, kann auch was Gutes für die DHH tun, ohne extra Kosten, indem man über Smile einkauft. Dann kauft man ganz normal ein und kann dann eine Organisation seines Herzens auswählen, zum Beispiel Deutsche Huntington Hilfe. Und dann wird eine gewisse Summe des Einkaufsbetrages an die DHH gespendet. Dafür sind wir sehr dankbar. Wer das nutzen möchte, kann da gerne was für uns tun. Das war es vorab, was ich sagen wollte. Jetzt sage ich einmal. Mache ich einmal Freigabe, Stopp, dass man uns mal groß sieht. So sehen wir aus, genau. Und ich möchte noch mal ganz kurz die Referenten vorstellen, Referentinnen. Und einfach, dass Sie noch mal kurz was zu sich sagen können. Vielleicht ist Isa noch mal, vielleicht du dich zuerst nennen, weil du hast das Ganze hier ins Rollen gebracht. Magst du was mal zu dir noch mal sagen am Anfang? Gerne. Hallo erstmal. Ich freue mich sehr auf diesen Tag, bin ganz aufgeregt und weil das so ein kleiner Herzenswunsch von mir war. Ich bin die Isa, ich bin 32 Jahre alt, bin selber Genträgerin des Huntington-Gens und ja, Kinderwunschbeauftragte, wie ich das immer so gerne nenne. Und mich dürft ihr gerne anschreiben bei allen Fragen bezüglich Kinderwunsch und ich versuche, alle Informationen, die ich kenne oder habe, weiterzugeben, aber auch einfach nur mal zu quatschen, weil das hilft manchmal auch schon ganz, ganz viel.
Und da bin ich ganz jederzeit bereit zu. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke dir, Isa. Ich weiß gar nicht, wie lange macht es schon. Das war, glaube ich, nochmal, du hast dich gemeldet, du hast mal deine eigenen Geschichten teilen wollen. Und dann haben wir eine eigene E-Mail-Adresse eigentlich schon ein paar Tage her. Und inzwischen auch schon mit Carsten Saft kam da was ins Rollen. Weißt du noch, wie lange es jetzt schon ist? Ja. Ich glaube, mit der E-Mail-Adresse haben wir fast schon jetzt anderthalb, 2 Jahre. Kommt fast hin, ne? Oder anderthalb Jahre auf jeden Fall. Und mit Artikeln im Huntington-Kurier hatten wir angefangen. Auch so, damit man einfach das Thema mal anspricht. Weil es ist, Thema Kinderwunsch ist eh schon schwierig. Das kriege ich auch im Freundeskreis mit. Das ist eh mit Huntington auch, selbst ohne Huntington schwierig. Mit Huntington noch mal schwieriger, aber man muss drüber sprechen, weil ansonsten kommt man einfach gar nicht weiter. Alle nicht, sage ich mal. Ärzte nicht und auch Betroffene nicht. Genau. Toll, was du da aufgebracht hast, Isa, weil ich kann mich noch erinnern, in der Zeit davor war es immer total schwer, mit Paaren in Kontakt zu treten und die Kontaktpaare zu vermitteln. Und da haben wir inzwischen viele andere Möglichkeiten und das ist wirklich toll. Danke, Isa. Ja. Dann würde ich gerne erstmal Frau Dr. Herr sich vorstellen lassen. Mögen Sie kurz was zu ihr sagen, bitte? Na klar. Herzlich willkommen aus Regensburg, aus Bayern. Ich hoffe, ich hänge jetzt nicht dauernd, ich hänge ein bisschen, ne, mein Video, oder? Geht? Okay, ich finde es ganz toll. Also danke für die Einladung und ich finde es super toll, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin Fachärztin für Humangenetik und leite hier das Zentrum für Humangenetik in Regensburg. Ich habe meine Disclosure dann auch nochmal auf dem ersten Slide, was also, muss man dazu sagen, eine private Praxis ist. Wir haben das gegründet mit der Universität, aber die Universität ist jetzt vor 2 Jahren ausgestiegen, weil der Professor Weber ausscheidet aus dem Dienst und die wollten für die Nachfolge da klare Strukturen schaffen. Aber wir führen das privat, wie auch alle anderen PED-Zentren, die relevante Zahlen haben, muss man sagen. Also es gibt zwar welche an Universitäten, die haben aber alle so ein Personalproblem, dass da wenig Fälle auch bearbeitet werden. Das ist nicht gut, aber das ist einfach die Situation. Ich freue mich auf den Austausch. Ich finde es super toll, wie Sie das proaktiv angehen, auch mit wie viel Engagement. Und ich bin ganz gespannt jetzt auf den Austausch. Dann Rainer noch, bitte. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Rainer Hoffmann. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und genau sitze hier gerade in Taufkirchen-Vils, wo ich auch arbeite in der KWO-Klinik im Huntington-Zentrum Süd. Und ich arbeite hier mit dem Schwerpunkt in der Ambulanz seit 2020. Vorher habe ich 12 Jahre im Huntington-Zentrum in Bochum gearbeitet und parallel eine Praxis für Psychotherapie gehabt. Und genau, Schwerpunkt ist Psychotherapie. Und ich habe eben auch viel in Beratung, wo es auch dann ums Thema Kinderwunsch geht. Oh, du bist noch stumm, Michaela. Danke für den Hinweis, danke Rainer. Dann gehe ich mal zurück in die Präsentation und steige ein in das Thema. Ich habe ein paar Rahmenbedingungen und einen Überblick mitgebracht und damit steigen wir jetzt mal in das Thema ein. Und ich ermuntere jeden und jede, nutzt gern den F&A-Knopf, um mit uns in Kontakt zu treten, um die Fragen zu stellen, damit wir die auch alle mitbekommen hier. So. Gut, okay. Isa hat schon gesagt, das Thema Kinderwunsch an sich ist kompliziert. Wenn Huntington noch reinspielt, wird es noch emotionaler und finanziell anstrengender. Und es gibt noch rechtliche Bedingungen. Und es gibt so viele Sachen, die einem das Leben schwer machen und die Entscheidung zu treffen und die enge Verknüpfung noch mit der eigenen genetischen Risiko und der Auseinandersetzung dessen. Und dann kommt noch on top, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen haben. Ich habe jetzt hier nochmal einen Auszug aus dem Infoblatt, was wir für das Thema Kinderwunsch zur Verfügung stellen, zusammengetragen. Ganz wichtig in Deutschland, es gibt ein Gendiagnostikgesetz und darin enthalten, aber gibt es auch die Möglichkeit, es ist eine Option, ein Recht auf Nichtwissen desjenigen, der das Risiko trägt, was immer zu beachten ist. Ein Absatz, der uns gerade das Leben schwer macht, ist das Thema, dass die vorgeburtliche genetische Untersuchung bei Krankheiten, die erst nach dem 18. Lebensjahr auftreten, verboten ist laut dieser Gesetzeslage. Wir wissen aber gleichermaßen, dass die Huntington-Krankheit auch schon vor dem 18. Lebensjahr auftreten kann. Es gibt eine Präimplantationsdiagnostikverordnung und seitdem können glücklicherweise in Deutschland über Ethikkommission Anträge gestellt werden. PED in Deutschland ist möglich, allerdings immer wieder zu Kosten des Paares, sei es für die Antragstellung als auch die PED selber. Das sind mal erste große Hürden, die man da schon hat.
eine Liste von einen Überblick von Möglichkeiten, die man als Paar hat. Aber die grundsätzliche Frage, Kind mit oder ohne Risiko oder vielleicht kein Kind, Kinder mit dem Risiko über einen natürlichen Weg Kinder zu bekommen, ist natürlich eine Option, auf eigene Kinder zu verzichten oder Kinder zu adoptieren anzunehmen oder dann halt auf den Weg zu gehen, ein Kind haben zu wollen, das Kind aber das Risiko selber nicht hat, dann später in Huntington erkrankt zu werden, sei es über eine Präimplantationsdiagnostik, wie auch Pränataldiagnostik, gehe ich gleich im Einzelnen drauf ein. Das sind mal die verschiedenen Möglichkeiten, die es grundsätzlich gibt. Jetzt andere Sachen mag es auch noch geben, die habe ich jetzt nicht aufgelistet hier. Thema eigene Kinder mit Erkrankungsrisiko, den natürlichen Weg zu gehen, schwanger zu werden. Man kann da darauf hoffen oder darauf setzen, die Forschung ist auf einem guten Weg, hat grundsätzlich keine extra Kosten, keinen Stress, natürlich die mentale Belastung eben dann später, das Kind hat das Risiko oder könnte auch später erkranken, auf Situationen, wie spreche ich später mit dem Kind oder einfach zu wissen, es gibt derzeit keine Behandlung, die der Ausbruch könnte, kann derzeit nicht verhindert werden, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Wer gar keine eigenen Kinder möchte, für den steht dann die Möglichkeit, auf Kinder zu verzichten, aber auch Optionen wie eine Pflegeelternschaft einzugehen, die Kinder auf Zeit zu sich zu nehmen, andere Kinder, die dann halt dann nach der Zeit wieder den Haushalt verlassen werden, oder sich für eine Adoption zu entscheiden, ist bei Huntington liegt im Ermessen des Antragsbearbeiters, wie er das Kindeswohl einschätzt, ein Kind in eine Familie zu geben, wo dann ein Genträger ist. Auch zu beachten ist, dass auch Kinder aus Huntington-Familien zur Adoption freigegeben werden, also auch wenn ich kein eigenes Kind habe. Ist sehr unwahrscheinlich der Fall bestimmt, aber man weiß auch den Genstatus von jedem Kind ja nicht. Ansonsten kostenseitig ist jetzt nicht das große Thema und die Vermittlungsstelle ist die Jugendhilfe. Spannender wird es jetzt, wenn man sagt, ein Kind, das kein Erkrankungsrisiko hat, das Huntington-Gen nicht trägt. Da gibt es zum einen die Präimplantationsdiagnostik, das Thema des Vortrags von vorher gleich im Detail. Da habe ich schon gesagt, ist eine Antragstellung nötig bei einer Ethikkommission für eine künstliche Befruchtung, die dann entsprechend bei einer Eizelle genetisch untersucht wird. Und nur die das Huntington-Gen nicht haben, werden dann eingesetzt und das kann zu einer Schwangerschaft, soll zu einer Schwangerschaft führen. Das ist das große Ziel. In dem Fall weiß man das dann, das eingesetzte Embryo Huntington frei hat. Aber klar, das ganze Thema ist sehr emotional belastend, dauert sehr lange. Da wird Isa gleich ihre Geschichte für erzählen. Das ist zeit- und kostenintensiv, das Thema. Pränataldiagnostik, das wäre der Weg. Man wird schwanger über einen natürlichen Weg und lässt dann im Mutterleib das Kind untersuchen. Da gibt es derzeit in Deutschland keine klare Rechtssicherheit, sagen wir es mal so. Es gibt Bestrebungen der Deutschen Huntington Hilfe, des neuen Huntington Konsortiums, dafür Klarheit zu sorgen, weil wir der Meinung sind, eben weil Huntington auch nicht nur spätmanifest ist, soll auch dieser Weg in Deutschland einfach legalisiert werden, klar ausgesagt werden, dass es so möglich ist. Und da setzen wir uns gerade ein, komme ich gleich nochmal zu. Wenn es in Deutschland so schwierig ist, gibt es natürlich auch Möglichkeiten im Ausland, im nahegelegenen, sich da zu informieren. Da haben wir auch dann Möglichkeiten, dass Paare, die selber oder Betroffene, die selber ihren Genstatus gar nicht wissen wollen, das beibehalten können, ihren Genstatus nicht zu wissen. Bei einer Präimplantationsdiagnostik hat man dann im Ausland nicht diesen Weg über die Ethikkommission. Je nachdem, wo man hinkommt, eventuell geringere Kosten. Auch da haben wir heute Beispiele dabei. Natürlich, auf der anderen Seite habe ich dann Sprachbarriere möglicherweise. Ich brauche die Reisezeiten extra noch. Und generell bei PID sind das bei mir vielleicht mehrere Versuche nötig, bis ich zum Erfolg komme. Und wenn ich ins Ausland gehe, dann auch die richtigen, seriösen Stellen zu finden. Bei einer PND, die Variante, mit der man wird vorher natürlich schwanger und lässt dann das Kind untersuchen. Da ist der Weg, genetische Untersuchung wird eine Probe entnommen vom Embryo während einer bestehenden Schwangerschaft. Wenn die genetische Untersuchung ergibt, dass der Embryo negativ ist, natürlich, dann wird die Schwangerschaft fortgesetzt. Sei sie denn positiv, kann die Schwangerschaft abgebrochen werden. Hier sind geringere Kosten, aber auch natürlich wird hier
Fehlgeburtenrisiko. Und auch das ist natürlich eine schwere Situation, dann zu entscheiden, zu wissen, der Embryo ist positiv und der Schwangerschaftsabbruch wird dann zu verarbeiten sein. Wir als Deutsche Huntington Hilfe, so zu den Möglichkeiten. Bei uns ist gerade eine Petition in Arbeit und da soll es wirklich darum gehen, dass die pränatale genetische Diagnostik PND bei Huntington möglich ist, die nicht dem Gesetz widerspricht. Das steht da drin. Und eine andere Stelle habe ich gefunden, da bin ich noch nicht sicher, was das wirklich bedeutet. Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 21 habe ich eine Stelle gefunden, da steht wörtlich drin, die habe ich rauskopiert, die Kosten der PID werden übernommen. Es geht aber im Zusammenhang von ungewollter Schwangerschaft. Das ist zumindest mal eine Stelle, die wir beobachten werden. Und da als kleinen Ausblick, was da noch kommen könnte. Das waren meine Worte vorab zur Einstimmung in das Thema, zu den mir bekannten Informationen. Genau. Und jetzt übergebe ich dann schon an die Frau Heer, die uns mehr zum Thema PID sagen wird. Sie dürfen Ihren Bildschirm frei. Dann schalte ich das frei, genau. Genau. Wir gucken mal, dass es klappt. Da kommt schon was, jawohl. Ich muss dann nochmal, glaube ich, drücken. Jetzt sehen Sie es noch, oder? Jetzt ist das PowerPoint gekommen. Jetzt einmal nochmal auf Präsentationsmodus, bitte. Habe ich jetzt schon? Ich bin auf Präsentationsmodus. Da ist es, ja. Ist da. Was? Okay, super. Dann fange ich an, oder? Und nochmal ein herzliches Willkommen aus Bayern. Ich bin sicherlich eingeladen, weil wir in Regensburg eins der Zentren sind, die PED von Anfang an mitmachen. Das erste Kind in Deutschland ist 2004 geboren, nach einer Behandlung an unserem Zentrum. Und seitdem sind wir damit beschäftigt, so als Hobby, würde ich mal sagen, weil wirklich viel Geld kann man damit nicht verdienen. Das war als Gegensatz zu diesem KOI, was sicherlich auch ein Grund ist, warum das für die Unis nicht so interessant ist. Das ist ein sehr hoher Aufwand und da kommt nicht wirklich was dabei rum. Auch wenn die Kosten für Sie als Paar natürlich sehr hoch sind, das ist uns allen ganz klar. Ich fange mal an mit einer konkreten Familie, die ich ein bisschen abgewandelt habe, um nochmal aus genetischer Sicht ein bisschen einzuleiten. Das ist Ihnen im Wesentlichen bekannt auch schon. Diese verschiedenen Aspekte, um jetzt erstmal eine gezielte genetische Untersuchung machen zu können, brauche ich erstmal eine genetische Diagnose für einen in der Familie. Das wäre in diesem Fall jetzt hier der Vater, der damals mit 67 Jahren erkrankt ist, wo dann durch einen Gentest aus einer Blutprobe die Diagnose Huntington-Erkrankung gestellt wurde. Sie sehen, dass er 3 Kinder hatte mit seiner Frau. Bei dem ersten Sohn ist das dann mit 40 Jahren aufgetreten. Und der hat mit seiner Frau auch Kinderwunsch gehabt. Die hatten 2 Schwangerschaften. Einmal ist ein Schwangerschaftsabbruch dann gemacht worden nach einer Pränataldiagnostik. Und dann haben sie noch eine gesunde Tochter. Zu uns kam dann dieses Mädchen oder diese junge Frau in der Mitte und hatte wissen wollen, ob sie Anlageträgerin ist und vor allem auch hatte dann Kinderwunsch mit ihrem Partner. Und sie erzählt auch, dass ihr jüngerer Bruder da schon verstorben war. Der ist sehr früh erkrankt, war mit 26 Jahren schon im Rollstuhl und ist dann noch vor dem 40. Geburtstag verstorben. Was jetzt so in dieser Einfamilie mal die verschiedenen Aspekte zusammenfasst. Also zum einen kann ich jetzt gesunde Kinder natürlich testen, ob sie Anlageträger sind oder nicht. Das ist eine Frage, zu der ich nochmal zurückkommen würde, dann für die PED auch, ob das wirklich notwendig ist. Dann gibt es Paare, die sich für die Pränataldiagnostik entscheiden. Da muss ich jetzt korrigierend sagen, also es ist ja nicht so, dass es verboten ist. Das ist nicht eine Frage des Gesetzes. Wir können danach nochmal darüber diskutieren, sondern es ist eher eine Frage der Interpretation des Gesetzestextes. Und es ist zweitens eine Frage, und das können Sie natürlich auch nicht klären, ob Labore diesen Test anbieten, weil es ist ja kein Labor verpflichtet, eine Pränataldiagnostik anzubieten. Also das kann man dann auch gesetzlich schlecht regeln, dass man in Deutschland ein Labor findet, ne? Der vierte Aspekt ist dann, den wir ja auch noch sehen, die Antizipation, dass eben die Erkrankung in den nachfolgenden Generationen eher auftreten kann. Und das ist ein Problem, was natürlich für die Frage des Kinderwunsches auch durchaus wichtig ist. Wie häufig tritt das auf? Habe ich ein kleines Problem, dass meine Fenster, die muss ich jetzt mal woanders hinschieben, vor meinem Text stehen. Ich habe Ihnen mal eine Arbeit mitgebracht hier aus 2005 nochmal, aber wo man ein bisschen ableiten kann für diejenigen von Ihnen, die es jetzt vielleicht noch nicht so wissen. Da wird jetzt hier gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Huntington-Erkrankung vor dem 20. Lebensjahr auftritt,
beobachtet man ungefähr bei 5% der Patienten mit dieser Diagnose. Das sind alles alte Zahlen, aber Herr Hoffmann, ich denke, das wird wahrscheinlich so noch ungefähr stimmen. Das, was wirklich schade ist in Bezug auf das deutsche Gesetz, ist, dass das immer sich auf 20 Jahre bezieht. Es wäre natürlich hilfreich, wenn da irgendwo stehen würde vor dem 18. Lebensjahr, dann wäre das auch klarer abgegrenzt. Aber damit müssen wir jetzt leben. Und diese frühe Manifestation findet man bei den sehr langen Repeats, also über 60 üblicherweise. Dass das über die Mutter auftritt, diese Expansion, da hieß es früher immer, dass das gar nicht passiert. Das ist aber nicht der Fall, sondern das findet man ungefähr bei 20%, also 1 von 5 Kindern. Das ist dann wichtig für die Antragstellung auch. Der frühmanifesten Formen geht auf eine Expansion des mütterlichen Alleles zurück, wobei die mütterlichen Allele sich selten um mehr als 20 verlängern. Und wenn man im Durchschnitt das betrachtet, dann findet man ungefähr 7,3 Repeat-Verlängerung, wenn das über den Vater weitergegeben wird an die Kinder, und etwa plus 0,7 Repeats über die Mutter. Das rechnet ein, dass eben in weniger häufig jetzt das auch über die Mutter sich verlängern kann. Die ganzen Artikel kann ich gerne auch nochmal rumschicken. Also es gibt sicherlich andere Artikel auch noch, aber ich fand das hier ganz gut zusammengefasst. Sehr selten findet man sehr lange Repeats von 160 oder 214 oder sogar 250. Das sind aber sicherlich Ausnahmen, wo man dann wirklich schon im kleinen Kindesalter auch eine Manifestation beobachten kann. Und hier auf dem nächsten Bild ist nochmal gezeigt, Sie alle wissen, dass die Länge korreliert mit dem Erkrankungsbeginn. Aber die gute Nachricht ist hier auch, dass das wirklich für jede Länge auch extrem stark streut. Also nicht die Länge bestimmt ganz genau, in dem und dem Alter wird die Erkrankung anfangen, sondern wenn Sie schauen, also wir sehen bei uns sehr häufig 42, 43 Repeats, da haben Sie einen Range von durchaus 30 bis 50 Jahren, wo das anfangen kann. Das heißt, es ist nicht genau festgelegt, was das bedeutet, also in welchem Alter das dann auch losgehen muss. Und was ich auch sehr ermutigend finde, habe ich jetzt auch gerade gesehen, dass der Herr Nguyen mit seinen Kollegen jetzt gerade einen Artikel publiziert hat, wo sie nochmal zusammentragen, die Evidenz, wie sie durch ihren Lebensstil auch dieses Alter noch deutlich beeinflussen können. Das, denke ich, ist auch ein ganz tolles Paper, was ich allen empfehlen kann. Schicke ich auch gerne nochmal rum, wo das gezeigt wird, was man da für Evidenz jetzt beim Menschen hat, aber auch im Tierversuch schon, was alles in die gleiche Richtung auch zeigt. Also man ist dem nicht ganz hilflos ausgeliefert, sondern es gibt eine ganze Menge, was man auch selber tun kann. Hier jetzt nochmal die Situation beim Kinderwunsch zusammengefasst. Unten ist so ein Zeitstrahl, also die Zeugung, Konzeption, dann Schwangerschaftsverlauf, Geburt, Kindheit. Wenn ich jetzt eine Familie mit Huntington-Erkrankung habe, dann ist die, und einer der Partner ist Träger oder zumindest oder könnte Träger sein, dann ist das Risiko für die Kinder 50%. Wir hatten es eben schon gehört. Und ich habe dann eben die Möglichkeit, hier eine Probe zu testen, entweder in der Schwangerschaft als Pränataldiagnostik oder ich kann diesen Zeitpunkt der Testung vorverschieben zur Präimplantationsdiagnostik. Und das ist der Grund, warum die Paare das wählen, ist vor allem auch, weil sie eben keinen Abbruch wollen, gerade weil sie den ethischen Konflikt auch sehen, dass sie ein Kind abtreiben, was vielleicht mit 30, 40, 50 Jahren erst erkranken würde, wo wir gar nicht wissen heute, wie dann die Behandlungsmöglichkeiten sind. Was ich auch im Gespräch erlebe, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen, Herr Hoffmann, dass natürlich viele auch denken, das wäre so, als würde ich mich selber ablehnen. Also man hat da natürlich auch einen persönlichen Bezug dazu oder auch vielleicht ein Kind, was man schon hat, was positiv ist. Das ist ganz wichtig, dass man versucht, das emotional zu trennen, soweit es halt geht. Es geht um eine Entscheidung, die man als Paar trifft. Und das heißt nicht, dass man deswegen alle Personen in der Familie ablehnt, die auch Genträger sind. Also das kann auch eine Art von Verantwortung sein, dass man eben sich für diesen Weg entscheidet, also für einen von denen oder auch für einen ganz anderen. Das muss man versuchen zu trennen, auch wenn das sicherlich emotional nicht so vollständig gehen wird. Dann habe ich Ihnen mal einen Film mitgebracht. Das gibt heute ganz spannende Technik. Das sind zwei humane Embryonen nach der Befruchtung. Also im Rahmen der künstlichen Befruchtung gibt es heute sehr tolle Geräte, mit denen man sehen kann, wie die Embryonen sich teilen. Und ich finde, also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich das sehe. Das sind also zwei unabhängige Eizellen, die hier befruchtet wurden, wie gleichmäßig das abläuft, wie toll dieses Programm auch ist unserer frühen embryonalen Entwicklung. Und mit diesen Geräten, die man hier hat, kann man die Entwicklung verfolgen, kann dann auch so ein bisschen die zum Transfer aussuchen, die eben die beste Entwicklungspotenziale zeigen. Und das, was Sie jetzt hier am Ende sehen, ist der Tag 5. Das wäre auch der Zeitpunkt, wo wir in Deutschland jetzt die Proben bei der PED abnehmen. Wenn Sie sich jetzt den rechten Embryo zum Beispiel anschauen, können Sie meine Maus sehen?
dann haben Sie praktisch, ist es wie so eine Art Ballon und außen haben Sie das Ectoderm, also das Ernährungsgewebe. Das wird hier wahrscheinlich dann mal der Embryo, das ist jetzt hier ein Schnitt durch, deswegen kann man das nicht so ganz genau sagen. Und die Proben, die man entnimmt, die entnimmt man quasi von der Seite, aus der nicht das Kind entsteht. Also diese Struktur hat zu dem Zeitpunkt über 100 Zellen und man nimmt jetzt nicht eine ab, sondern man versucht so 5 bis 10 Zellen ungefähr abzunehmen. Damit ist die Diagnostik auch sicherer von der Aussage, als wenn ich bei der Polkörperdiagnostik nur eine Zelle abnehme. Es gibt dann, da komme ich jetzt gleich am Anfang drauf, diese Sonderform, damit komme ich nochmal zurück zu dieser Frage, wenn ich mich für eine PID entscheide, also eine künstliche Befruchtung mache, um dann eine genetische Untersuchung durchzuführen, muss ich dann eigentlich, kann ich das nicht auch machen und trotzdem immer noch nicht wissen, ob ich Genträger bin? Das ist eine Frage, die auch lange schon im Ausland diskutiert wird. Das ist hier eine sehr schöne Arbeit aus 2012, wo zum ersten Mal die Erfahrung aus diesen 3 Zentren hier, das war Rotterdam mit dabei, auch die Frau Liebers, die manche vielleicht kennen, hier vorgestellt worden. Und die haben hier gesagt, sie nennen das Exclusion PDD. Ich sage gleich noch ein bisschen genauer, worum es geht. Es werden also Embryonen übertragen, die nicht die Erkrankung bekommen sollen. Aber man will dabei versuchen, dass die Risikoperson weiterhin eben nicht weiß, ob sie Anlageträger ist. Wie kann man sich das vorstellen? Hier sind erstmal die Daten von denen, genau Brüssel, Maastricht und Straßburg. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht, jetzt muss ich meinen Link hier wieder verschieben, sonst kann ich da nicht durchgehen. Kann ich nicht die Leiste eigentlich auch oben hinhängen? Eigentlich schon, ne? Einfach anfassen und verschieben, das müsste gehen. Ja, ich brauche sie quer, sonst ist sie mir immer im Weg, genau. Aber jetzt habe ich es schon. Also Sie sehen quasi die Zahlen auf der linken Seite, das ist in Englisch, ich leite Sie da kurz durch das, was relevant ist. Also das Brüssel-Zentrum, das Maastricht-Zentrum, das Straßburg-Zentrum, alle Zentren zusammen. Und das Wichtigste, was man hier sehen kann, ist also hier ist erstmal, wie viele Paare haben sich gemeldet. Also das geht jetzt nur um die Huntington-Erkrankung, 225 Paare Anfragen, wo jeweils bekannt war, ob derjenige Träger ist oder nicht. 100 Anfragen, wo die das eben nicht wissen wollten, also zusammen 300 Anfragen. Und letztlich im Zyklus gestartet hat etwa die Hälfte in beiden Gruppen. Also insgesamt, das zieht sich so durch, das sind auch ungefähr unsere Erfahrungen, dass etwa die Hälfte der Paare, die sich interessiert, dann letztlich dazu entscheidet. Und das ist jetzt nur, da steht jetzt nicht, wie viele Kinder die haben und so weiter, aber da kann man mal so ein bisschen sich vorstellen, das ist auch relativ ähnlich, dass praktisch hier das bei den ungefähr immer gleich. Also manche machen jetzt die, Maastricht macht das zum Beispiel selten, die Exclusion, die haben vor allem jetzt das auch bei den bekannten Genträgern gemacht. Hier in Straßburg ungefähr Hälfte, Hälfte und in Brüssel etwa die Hälfte, die das eben nicht wissen wollten. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also die Risikoperson möchte nicht wissen, ob sie Träger ist. Und das Ziel ist, es werden nur Embryonen transferiert, die die Mutation nicht tragen. Man unterscheidet hier 2 Formen. Was international wenig gemacht wird, was wir persönlich jetzt bei uns aber besser finden, muss ich jetzt mal sagen, ist die Non-Disclosure-Form. Da haben wir jetzt einen Antrag bei der Ethikkommission gestellt. Da haben wir noch keinen Bescheid bekommen bisher. Oder zumindest wissen wir nicht, was da entschieden wurde. Da ist es so, dass das Labor den Befund der Risikoperson bei dem Test schon mitbekommt. Aber dass es eben dem Paar nicht gesagt wird. Und das Problem, was dabei entstehen kann, wo wir jetzt da einen Modus für uns auch gefunden haben, wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen vielleicht mit 5 oder 6 oder 7 Embryonen da rein und dann würde man dabei feststellen, dass mehrere Embryonen eben diese Mutation tragen, dann muss man irgendwie den Befund mitteilen, dass man die eben nicht hernehmen will. Da könnte derjenige dann daraus ableiten, dass er eben Träger ist. Da haben wir eine Lösung für uns erarbeitet, die wir auch mit dem Paar so besprochen haben, wo wir denken, dass das schon auch gehen müsste. Weil der Nachteil der anderen Version, das ist die Exclusion PGD, da geht es darum, dass im Prozess der Diagnostik das Labor auch nicht erfährt, ob die Person Anlageträger ist. Das ist an sich erstmal nett, aber das Prinzip ja jetzt, wenn Sie sich die Familie nochmal so vor Augen führen, dass man in dem Fall sagt, alle Embryonen mit der großväterlichen Huntington-Kopie werden verworfen, auch wenn die Hälfte davon gesund wäre. Also ich übertrage praktisch Embryonen, die die großmütterliche Huntington-Genkopie haben und stelle sicher, dass eben gar keins vom Großvater dabei ist. Das heißt jetzt nicht, dass das Kind dann dem Großvater ähnlicher sieht, weil das nur dieser Abschnitt ist, da passieren ganz viele Austausche auch. Aber das würde eben bedeuten, dass man mehr Embryonen verwirft, die man natürlich auch einsetzen könnte. Das deutsche Embryonschutzgesetz schützt ja eben vor allem diese Embryonen.
Deswegen wollten wir das im Antrag jetzt auch nicht so vorschlagen. Und das andere ist natürlich, dass die Frau dann auch mehr Behandlung braucht, was wieder mehr Kosten generiert und mehr Aufwand für das Paar auch ist mit der Hormonbehandlung und so weiter. Also wir sind sehr gespannt. Das war eine ganz engagierte Familie auch, die sich da sehr viel Gedanken gemacht haben. Wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht. Voraussetzung, wenn ich mich für eine PID entscheide, ist eine künstliche Befruchtung, wie sie auch andere Kinderwunschpaare machen. Das klingt jetzt relativ abgefahren, aber ungefähr 3-4% aller Kinder in Deutschland sind nach künstlicher Befruchtung geboren heute. Das hat auch damit zu tun, dass eben die Frauen immer älter werden, auch generell in der Bevölkerung, bevor sie sich zu Kindern entscheiden. Aber die Hormonbelastung, das kommt vielleicht nachher in den Videos auch noch, ist natürlich schon auch für die Frau eine Belastung. Es sind hohe Kosten, die da auch zu tragen sind. Und der Ausgang ist eben auch unsicher. Zu den Ergebnissen komme ich dann auch nochmal. Was man in jedem Fall braucht, ist eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist eine Sonderform, wo quasi mit dieser kleinen Nadel, die Sie von rechts da kommen sehen, das Spermium in die Eizelle hinein injiziert wird, also quasi mit einer Art Spritze da reingeht. Das hat was damit zu tun, dass die eigentlich früher öfter verwendete künstliche Befruchtung als IVF, da geht es so, dass man quasi ganz viele Spermien um die Eizelle drumherum schwimmen lässt und da findet das eine Spermium seinen Weg und dann macht die Eizelle zu und lässt die anderen nicht mehr rein. Aber dann habe ich eine Kontaminationsgefahr und kann keine gute Diagnose stellen. Also das geht technisch nicht oder das sollte man nicht machen. Dann, wie ist es mit der Ethikkommission? Wenn wir es jetzt einfach mal aus Sicht des Paares betrachten, dann sollte das Paar, was an PID interessiert ist, erstmal mit dem Frauenarzt reden. Das sollte der erste Schritt sein. Also in Wohnortnähe jemand, dem ich vertraue, auch dass man das schon mal vor Ort bespricht. Und dann sollte es auch ein Beratungsgespräch geben mit Facharzt, Fachärztin für Humangenetik in Wohnortnähe, die meistens ja mit den Frauenärzten auch gut zusammenarbeiten, wo jetzt die Vererbung erläutert wird, das Krankheitsbild erläutert wird, auch die Möglichkeiten der Testung, auch der vorgeburtlichen Testung und so weiter, wo das alles ergebnisoffen, wie es im Gendiagnostikgesetz ja auch steht, besprochen wird. Und dann gibt es immer auch die Möglichkeit einer begleitenden psychosozialen Beratung. Hier arbeiten wir mit Donovite sehr eng zusammen, da gibt es ja andere Ansprechpartner auch. Das würde ich Ihnen auch empfehlen, wer da wirklich Bedarf hat. Das ist auch eine zusätzliche Möglichkeit. Und natürlich bei Ihnen jetzt die Selbsthilfegruppe an sich ist auch eine super Option, klar. Dann, wenn die Paare sich interessieren, dass sie das bei uns machen möchten, das habe ich jetzt mal für unseren Ablauf, das ist an den anderen Zentren ein bisschen anders, aber die wesentlichen Prinzipien sind gleich. Dann wird uns eine Anfrage geschickt. Wir prüfen das, ob wir es machen. Also für Huntington würden wir es jetzt in jedem Fall auch machen, wenn die Paare Interesse haben, das bei uns durchführen zu lassen. Und der nächste Schritt wäre dann quasi in Regensburg ein persönliches Gespräch. Das machen wir mit den Paaren, die jetzt bei uns in der Nähe wohnen, dass sie zu uns persönlich in die Sprechstunde kommen. Wer jetzt weiter weg ist, da arbeiten wir selber jetzt mit der Uni Lübeck und mit der Uni in Düsseldorf zusammen. Dann kann das auch per Video passieren, dass wenn die Paare sagen, sie wollen jetzt nicht so lange zu uns fahren. Wenn die Paare bei uns in Regensburg die Kinderwunschbehandlung machen, dann ist das Zentrum bei uns im Haus. Und dann können wir das organisieren, dass am gleichen Tag auch mit dem Kinderwunschzentrum ein Gespräch sein kann, wenn es vorher noch nicht war, weil da werden dann auch die Abläufe erklärt. Es werden Voruntersuchungen gemacht, auch Blutproben abgenommen. Immer soweit das Paar das halt möchte. Also wenn es natürlich Paare gibt, die sagen, wir wissen noch gar nicht, ob wir das wollen, wir wollen erstmal nur ein Gespräch, dann machen wir das selbstverständlich dann da noch nicht. Und wenn das Paar sich dann entscheidet, dass es einen Ethikantrag stellen möchte, dann bereiten wir das mal in die anderen Zentren auch so dann weitestgehend vor. Das, was das Paar beibringen sollte, ist quasi eine persönliche Beschreibung, warum ihnen die PID wichtig ist, in eigenen Worten. Das geht darauf zurück, dass damals, als das Gesetz erarbeitet wurde, extra reingeschrieben wurde, dass die individuelle Situation des Paares, also die Belastung auch gewertet wird bei der Entscheidung. Deswegen ist es schon ein wichtiger Teil, auch dass man klar macht, warum einem das eben wichtig ist und wie stark man durch die Situation auch belastet ist. Die Kosten für den Ethik, also dann ist das Wichtige, dass praktisch die Ethikkommission zuständig ist, für das PID-Zentrum zuständig ist. Also wenn die Paare in Regensburg bei uns jetzt eine PID machen oder auch in München am MGZ, dann ist die Bayerische Ethikkommission zuständig, dann muss das quasi in Bayern sein. Das heißt, auch wenn jetzt ein Paar aus Lübeck käme, macht an der Uni Lübeck beim Herrn Griesinger eine PID, die schicken die Proben zu uns, ist auch die Bayerische Ethikkommission zuständig. Also nicht, wenn man in Lübeck wohnt, muss man es nach Lübeck schicken,
tatsächlich gilt das Votum, würde dann nur gelten für den Einzugsbereich dieser Ethikkommission. Also das ist ganz wichtig, dass man vorher mit dem PED-Zentrum klärt, über welche Ethikkommission das dann tatsächlich läuft, damit das Votum auch dann gilt. Es gibt kein Verfallsdatum für das Votum. Das heißt, einmal bewilligt, ist jetzt nichts bekannt, dass man das irgendwann nochmal wiederholen muss, weil es gibt ja durchaus Paare, die für ein weiteres Kind oder eben, wenn es am Anfang nicht klappt, dann irgendwann doch erstmal eine Pause machen. Dann gilt das an sich dann auch weiter. Wenn das Votum positiv ist, kann eben dann die PED stattfinden. Und wie gesagt, so ähnlich läuft das auch in den anderen Zentren ab. Die Kosten für die Anträge sind floatend, würde ich jetzt mal sagen. In der Gebührenordnung und in der bayerischen Regelung steht drin, das kann bis 5.000 Euro pro Paar betragen. Tatsächlich kostet es, das ist auch bei jedem Paar so ein kleines bisschen anders, aber so um die 160 bis 180 Euro pro Antrag kostet es bei der bayerischen Kommission, wobei die eben so viele Anträge jetzt haben, die tagen viermal im Jahr im Augenblick noch, dass sie das überhaupt nicht schaffen und dass sich das jetzt doch verzögert. Das hat die ersten Jahre, also es ist ja jetzt schon das sechste oder siebte Jahr, dass wir das machen. Die ersten Jahre hat es ja zügig geklappt, aber jetzt hat es so zugenommen, dass es eben doch länger dauert im Augenblick. Ich hoffe, dass Sie da noch eine andere Regelung dann finden. Genau, wenn man jetzt mal ins Ausland schaut, finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Es gibt schon lange ein europäisches Konsortium, was die Daten sammelt von den PED-Zentren. Und da ist jetzt oben mal aufgeführt in den Jahren 1999 bis 2009, welche Erkrankungen waren am häufigsten angefragt und wurde das am häufigsten durchgeführt. Da sieht man, dass da schon, also schon länger Zeit her, Huntington schon an Stelle 3 war. Und in der letzten Collection, die jetzt publiziert wurde, 2016, war es sogar an erster Stelle. Also im Ausland ist die Huntington-Erkrankung schon häufiger angefragt im Vergleich zu diesen anderen Erkrankungen. Und wenn Sie jetzt da unten hinschauen, zum Beispiel Brustkrebs, ist ganz klar, geht in Deutschland nicht. Also das ist so, dass es ja immer im Erwachsenenalter auftritt. Das würde in Deutschland jetzt, oder ist zumindest mir nicht bekannt, dass das zustimmend bewertet würde von der Ethikkommission. Die anderen Sachen machen wir auch, zystische Fibrose, Myotonidystrophie und so, das ist bei uns auch häufiger, dass das angefragt wird. Ein ganz wichtiger Schritt war dann ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, was durchaus für die Huntington-Erkrankung auch absolut wichtig ist. Und das hat mit der Antizipation auch zu tun. Das Urteil war jetzt hier über eine zweite Erkrankung, über die Myotonidystrophie, wo wir die Antizipation auch haben, aber genau andersrum. Da ist es so, dass die Kinder schwer erkranken, wenn die Mutter den Repeat ans Kind weitergibt, also eine andere neurologische Muskelerkrankung. Und es war die ersten Jahre so, dass die PED-Ethikkommission in Bayern das quasi immer bewilligt hat, wenn die Mutter Träger war, aber eben nicht bewilligt hat, wenn der Vater Träger war, weil man gesagt hat, das passiert ja sehr selten, dass über die Weitergabe beim Vater sich das dann verlängert. Und umgekehrt war das bei der PED für die Huntington-Erkrankung genauso, dass in den ersten Jahren wir die Anträge durchbekommen haben, wenn die Väter Anlageträger waren, also die potenziellen Väterträger waren, aber dass die Anträge regelmäßig abgelehnt wurden, wenn die Frauenträger waren, weil man da auch gesagt hat, das kommt so selten vor, dass die Frauen, dass sich das verlängert. Da ist jetzt dieses Urteil hier erschienen, dass es also dramatisch geändert hat und hat uns die Ethikkommission auch direkt angeschrieben. Die haben daraufhin von sich aus auch Paare neu nochmal kontaktiert, wo sie das schon mal abgelehnt haben. Und haben also das Urteil sagt jetzt, dass das nicht zulässig ist, dass die Ethikkommission das nicht ablehnen darf in diesem konkreten Fall. Und das kann man im Prinzip genauso übersetzen für die Huntington-Erkrankung auch. Danach liegen im Fall der Klägerin die Voraussetzungen des hohen Risikos einer schwerwiegenden Erbkrankheit vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder eben dieses Paares erkranken, ist in 50%. Es handelt sich um eine Multisystemerkrankung, die eben verschiedene Organe betreffen kann. Die Symptome beginnen in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Die Krankheit verläuft progredient. Es gibt eine reduzierte Lebenserwartung und einer der Partner selbst ist erkrankt oder kann natürlich auch die Erkrankung dann bekommen. Später, also aufgrund dieser Begründung, wird durch dieses Gerichtsurteil, was nicht anfechtbar ist, das ist auch ganz wichtig, das ist also letztinstantlich entschieden, dass die Ethikkommission diesem Antrag zustimmen muss. Das ist natürlich aus meiner Sicht so ein bisschen absurd zu sagen, eine Ethikkommission ist ja eigentlich frei in ihrer Entscheidung und das Gericht sagt jetzt, ihr müsst dem zustimmen. Aber das ist die Gesetzeslage und seit dieses Urteil jetzt verkündet ist, ist auch so, dass in Bayern für Frauen und Männer
die Anlageträger der handigen Erkrankungen sind, dass das zustimmend bewilligt wird. Also nach den wenigen Anträgen, die wir bis jetzt dazu hatten, gab es da jetzt keine Probleme mehr. Wie viele Anträge werden gestellt? Das ist hier, wir haben da ein bisschen, wir haben natürlich in Deutschland das Problem, dass es da keine regelmäßige Registrierung gibt. Wir haben einen Arbeitskreis PED gegründet in unserer Fachgesellschaft, den haben wir auch mit auf den Weg gebracht und hatten bis 2018 mal gesammelt. Da sehen Sie die, also der erste Block, die ersten vier sind monogene Erkrankungen, wo jetzt die handige Erkrankung mit enthalten wäre. Die anderen zwei sind jetzt für Sie weniger wichtig. Das wären jetzt welche, die praktisch für chromosomale Veränderungen relevant sind. Aber da sehen Sie, und da war 2018 noch nicht vollständig abgebildet, aber Sie sehen es, wo 15, 16, 17, dass es schon angestiegen ist. Und wir wissen, dass jetzt nochmal dramatisch die Zahlen angestiegen sind, aber eine neuere Statistik haben wir im Moment noch nicht. Wir haben dann 2016, hatten wir in Regensburg auch eine Tagung der deutschen PED-Zentren ausgerichtet. Das waren über 100 Teilnehmer auch da. Und ich hatte damals gesagt, ich möchte gerne, dass wir Regeln aufstellen, dass das auch transparent nach außen ist für andere, die sich dafür interessieren, eben auch für Paare. Und die eine Regel Nummer 4 sozusagen, eins der Statements war, die Erfolgsaussichten nach PED für monogene Erkrankungen sind unterschiedlich. Das betrifft besonders weibliche Trägerinnen von Repeat-Expansionen. Das zeige ich gleich noch in den Ergebnissen. Das ist was, was wir beobachtet haben. Es gibt ja einige Repeat-Erkrankungen, für die auch PED eingesetzt wird. Und wenn man das vergleicht mit den Erfolgschancen für andere Krankheiten, dann ist es so, dass es bei der handigen Erkrankung leider schlechter klappt, wenn die Frau Träger ist. Hier nochmal zum Vergleich. Das ist besonders dramatisch, weil wir quasi vor dem PED-Gesetz in Deutschland ja nur die sogenannte Pro-Körper-Diagnostik machen konnten und ab dem PED-Gesetz in Deutschland jetzt auch am Tag 5 diese Blastozyste punktieren können, wie es auf den Bildern jeweils zu sehen ist. Nochmal, bei der Pro-Körper-Diagnostik stellt man quasi eine Diagnose für die Eizelle. Das heißt, die geht nur, wenn die Frau Träger ist. Die können wir also nicht einsetzen, wenn der Mann Träger ist. Und das hat damit zu tun, dass im ersten Polkörper quasi eins der Paare ausgeschleust wird. Das kann ich dann diesen Polkörper entnehmen, wie man es oben sieht, und kann den genetisch untersuchen. Wenn das Spermium in der Eizelle ist, teilt sich dieses verbliebene Chromosom nochmal und es entsteht der zweite Polkörper, den ich dann auch entnehmen kann und kann durch die Diagnose für diese beiden Polkörper rückschließen, was das mit der Eizelle auf sich hat, ob die Mutation eben hat oder nicht. Während ich bei der Profektodermbiopsie am Tag 5, wenn ich die Blastozyste untersuche, eben tatsächlich schon die embryonalen Zellen vor mir habe und kann dann hier eine Aussage treffen über väterliches und mütterliches Erbgut. Das heißt, das PKD geht nur, wenn die Frau Träger ist, die Profektodermbiopsie geht für beides. Aber wir haben jetzt gute Gründe, warum wir jetzt inzwischen eigentlich mit der Pro-Körper-Diagnostik gar nicht mehr gerne arbeiten möchten, vor allem nicht für die Huntington-Erkrankung. Das hat direkt mit den Ergebnissen zu tun. Wir haben jetzt gerade letzten Monat für diesen Vortrag jetzt hier nochmal unsere aktuellen Zahlen zusammengefasst. Das ist jetzt nur unser Zentrum, andere für Deutschland haben wir nicht. Wir haben insgesamt 450 Anfragen gehabt. Das sind 227 Familien, die sich dann für die Behandlung entschieden haben. Also knapp auch die Hälfte, die das bei den Daten aus Maastricht und Brüssel gesehen hatten. Und Behandlungszyklen sind immer die, heißt immer, die Frau hat eine Eizellentzündung, also eine Stimulation, wo mehr als eine Eizelle heranreift, dann wird mit einem kleinen operativen Eingriff werden diese Eizellen abgesaugt, befruchtet und dann genetisch untersucht. Das zählt als ein BGD-Zyklus. Es können dann durchaus mit einem Zyklus auch mehrere Übertragungen stattfinden, wenn eben mehr als ein Embryo übrig bleibt, den man einsetzen kann. Da sehen Sie, dass der größte Teil sind halt PKD-Zyklen, die wir hier gemacht haben. Das sind alle möglichen Erkrankungen. Ich glaube, über 90 verschiedene Krankheiten, wo wir das schon gemacht haben. Und PED können wir noch nicht so lange machen. Da haben wir jetzt, blicken wir auf ungefähr 120 PGD-Zyklen. Und das, was wirklich dramatisch unterschiedlich ist, so jetzt nochmal die Huntington-Erkrankung im Vergleich, genau. Da hatten wir 18 Anfragen, 7 Behandlungen, 7 Familien sind dann bei uns in Behandlung gegangen. Wir haben 9 PKD-Zyklen gemacht und 4 PED-Zyklen. Und was wirklich dramatisch unterschiedlich ist, sind die Erfolgschancen. Das heißt, wenn ich einen Embryo einsetze, ist die Chance, nach der PKD schwanger zu werden, also 22%
und nach PED, wenn ich ein Embryo einsetze, 44%. Also das heißt für die Frau weniger Hormonbehandlung, weniger Zyklen und damit natürlich auch weniger Kosten fürs Paar. Und das sehen wir erst jetzt. Man muss sagen, mit der PED hat weltweit haben die Zentren erst ganz wenig Erfahrung am Tag 5, weil man früher das immer am Tag 3 gemacht hat. Das heißt, wir haben eigentlich mit der Einführung in Deutschland die Zahlen auch mit erhoben und haben natürlich diese PKD-Paare auch im Vergleich dazu. Und das ist so dramatisch unterschiedlich, dass wir eine Polkörperdiagnostik auch nicht mehr anbieten möchten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil wir denken, das kann ich als Arzt nicht verantworten, dass hier so schlechte Ergebnisse auch rauskommen. Unten sind nochmal also zu sehen, Geburten 51 nach PKD, 26 nach PED bei den Kindern, die geboren sind. Das sind deshalb mehr, weil ab und zu auch mal Zwillinge dann entstehen, auch selbst wenn nur ein Embryo transferiert wurde. Wenn Sie jetzt auf die Huntington-Zahlen bei unserem Zentrum schauen, dann ist die Prozentzahl natürlich nicht zu verwerten, weil die Zyklenzahl sehr klein ist. Die PKD-Familien, die wir behandelt haben, hatten also, da ist nur praktisch in 9 Behandlungszyklen ist letztlich nur eine Schwangerschaft eingetreten. Das ist wirklich sehr frustrierend. Also das heißt für die Paare ein hoher Aufwand. Also das ist eine der ersten Paare, die wir bei uns behandelt haben, war auch eine Familie, die deswegen Huntington-Erkrankung mit Polkörperdiagnostik gemacht hat. Die haben relativ viele Zyklen gemacht. Wir haben denen auch gesagt, wir fangen das an, wir haben da noch nicht so viel Erfahrung. Aber das hat einfach mit der Erkrankung auch zu tun. Das haben wir bei den anderen Krankheiten nicht gesehen, dass die Schwangerschaftschance so schlecht ist. Und es gibt jetzt inzwischen gute Daten dafür, die zeigen, dass das wahrscheinlich mit dem Repeat und dem Repeat zu tun hat und wahrscheinlich auch mit den Besonderheiten der Polkörperentnahme, dass die Zelle da vulnerabler ist und dann auch öfter sich nicht weiterentwickelt. Während bei der PID haben wir quasi 4 Zyklen gemacht, sind 3 Schwangerschaften eingetreten, 2 Kinder sind schon geboren und eine Schwangerschaft läuft jetzt noch. Also die 75% sind sicherlich nicht die reale Nummer, wenn man jetzt größere Zahlen hat. Das ist jetzt einfach momentan unsere Statistik. Die ist für Huntington, wie gesagt, noch sehr klein. Was wir auch gesagt hatten, natürlich besteht ein Restrisiko. Das heißt, wenn man diesen hohen Aufwand betreibt und es entsteht eine Schwangerschaft, dann geben alle deutschen Zentren ein Risiko bis 3% an, dass trotzdem die Genveränderung beim Kind vorliegen kann. Das hat einfach mit den Grenzen des Tests zu tun. Aneuploidien sind jetzt Chromosomenfehlverteilungen, die für andere Fragestellungen eingesetzt werden, untersucht werden. Da ist das Risiko bis 5%. Und das heißt, jedem Paar wird empfohlen oder wird zumindest angeboten, nach der PED trotzdem eine vorgeburtliche Diagnostik zu machen. Das ist jetzt nicht primär auf die Huntington-Erkrankung abgestellt, sondern generell für die Paare, wo ja meistens auch andere Erkrankungen dann eine Rolle spielen. Damit bin ich jetzt schon so ziemlich am Ende. Ich möchte eine Lanze brechen für die enge Kooperation vor Ort mit der Humangenetik. Nutzen Sie das auf jeden Fall. Es ist ganz wichtig, dass Sie sich erstmal unabhängig informieren, auch wie ist die Vererbung, wie verläuft die Erkrankung. Das ist natürlich vor allem auch an den Spezialzentren für die Huntington-Patienten möglich, dass man da eingebunden wird, dass man auch über Studien informiert wird. Das machen Sie über die Huntington-Hilfe ja auch. Und dann, wenn es konkret um den Kinderwunsch geht, hier nochmal zusammengefasst und ein bisschen erweitert zu dem, was wir vorhin am Anfang schon hatten. Also wenn als Paar man spontan schwanger wird, ist das Risiko 50%, dass die Erkrankung wieder auftreten könnte. Was vorhin nicht genannt wurde, was natürlich grundsätzlich auch geht, wenn der Mann Träger ist, kommt auch eine Samenspende in Betracht. Ich habe jetzt hier mal die normale Erkrankungshäufigkeit in der Allgemeinbevölkerung eingesetzt. Ich kenne ein paar Familien jetzt, die das schon durchaus gemacht haben. Die Spender sind nicht getestet, aber wenn das jetzt ein gesunder Mann ist, gibt es jetzt keinen Grund anzunehmen, dass der ein höheres Risiko hat, Träger zu sein, als andere, die eben sonst in der Bevölkerung vorkommen. Und es wird ja die Familienanamnese erfragt, dass da Gentests gemacht werden, ist in der Regel nicht der Fall. Eine Eizellspende zu machen, wenn die Frau Träger ist, ist ein bisschen schwieriger. Das ist in Deutschland auch nicht zulässig. Im Ausland wird das aber durchaus auch gemacht. Wäre jetzt vom genetischen Risiko her ähnlich. Beide, also die Eizellspende würde jetzt aber auch eine künstliche Befruchtung mit den hohen Kosten nach sich ziehen, die Samenspende nicht. Das ist ein relativ einfaches Verfahren, was auch in vielen Zentren durchgeführt werden kann. Dann die vorgeburtliche Testung. Wenn Sie sich entscheiden, das zu machen, dann wäre es sicherlich schon gut, sich für die frühe Methode zu entscheiden. Die Kohlenzottenbiopsie geht ab der 12. Woche. Das rechnet nach dem ersten Tag der letzten Regel. Also das Kind ist dann noch 2 Wochen jünger.
Und hier ist also eine Fruchtwasserpunktion sollte man eigentlich heute dann nicht mehr machen, weil dann haben sie einfach noch viel längere Zeit, bis sie dann das Ergebnis erfahren. Der Bauch ist schon größer, man hat noch eine größere Verbindung zu dem Kind. Also das, wenn es nicht notwendig ist, wäre es immer besser, die frühere Methode zu wählen. Da ist das Restrisiko, wenn der Test unauffällig ist, sicherlich weit über unterhalb von 1%, dass eben das Kind doch die Mutation tragen könnte. Und bei der PED, ich hatte es Ihnen gezeigt, ist das unter 3%. Aus unserer Sicht denke ich, dass wir als Ärzte Sie als Paare begleiten, wie auch immer Sie sich entscheiden. Das ist keine einfache Entscheidung. Es gibt nicht richtig oder falsch. Wichtig ist, dass Sie für sich Ihren Weg finden, der für Sie auch passt. Und da sind wir alle gerne für Sie da, denke ich, Sie zu beraten, dass Sie alle Informationen haben, dass Sie sich Ihre Entscheidung dann selbst, dass Sie die selber treffen können. Vielen Dank. Prima. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Herr, für diesen sehr ausführlichen Vortrag und die vielen Aspekte, die bei der PED zu beachten sind. Das war sehr informativ. Fragen sehe ich aktuell noch keine, weil sie jetzt schon alle beantwortet sind oder noch gleich kommen. Von daher würde ich einfach direkt an Rainer Hofmann übergeben. Und dann. Ich gehe jetzt hier wieder raus, ne? Ja, genau. Dann wird der Bildschirm wieder frei. Ist eh schon passiert, sehr gut. Genau. Okay, dann Rainer, machst du direkt weiter mit den mentalen Aspekten? Genau, dann mache ich direkt mal weiter. Mal gucken, ob das jetzt hier wie gewünscht funktioniert. Genau, PowerPoint ist schon da. Wenn du noch in den Informationsmodus gehst, wird es noch größer für uns. So. Ja, das sieht super aus. Gut, prima. Ja, dann können wir starten. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, dass ich hier ein bisschen was über die emotionalen Aspekte bei der Huntington, bei Kinderwunsch, bei der Huntington-Krankheit berichten darf. Bevor ich es vergesse, ich glaube, es war noch gewünscht, eventuell auf Interessenskonflikte hinzuweisen. Das geht schnell, da habe ich keine. Dann haben wir den formalen Teil auch dann erledigt. Genau, ich möchte Sie gerne mitnehmen und ein paar Gedanken, ein paar unterschiedliche Ideen mal betrachten, einfach um Ihnen eine Anregung zu geben, wie groß das Spektrum ist, wenn man sich da auch mit den Themen beschäftigt, wie es mit der emotionalen Seite bei diesem Thema ausschauen kann. Die Anzahl der technisch möglichen Wege, wenn man das medizinisch betrachtet, ist, wenn man nur die Anzahl nimmt, begrenzt und überschaubar. Trotzdem, wir haben es ja gerade auch gut verständlich nochmal dann gesehen, aber letztlich sind die Verfahren doch im Detail recht kompliziert und ich kann mir gut vorstellen, so mancher muss da zwei, dreimal sich mit beschäftigen, nachfragen, nachlesen, weil wichtig ist, dass man das wirklich gut versteht und sich die Zeit nimmt und das wirklich eine intensive Auseinandersetzung ist. Und dafür gibt es zum Glück die Möglichkeit, eben mit den Kinderwunschzentren, mit den Humangenetikern, mit den Beratungsstellen, dass man da wirklich eine gute Gelegenheit hat, sich so lange beraten zu lassen, bis man es auch dann wirklich für sich dann gutes Gefühl hat. Das habe ich jetzt gut verstanden. Auch wenn die Wege jetzt nicht so zahlreich sind, ist aber doch jeder Weg, den jedes Paar geht, eben wirklich ein ganz individueller. Und da gibt es kaum zwei Geschichten, die wirklich miteinander vergleichbar sind. Ich bin sehr neugierig gleich auch schon auf die Erfahrungsberichte, die zur Verfügung gestellt werden. Ich denke, insbesondere unterscheidet es sich wirklich so im zeitlichen Ablauf in der Dauer, bis man dann wirklich für sich zu einer wie auch immer gearteten Entscheidung dann kommt. Natürlich auch individuell, was Aspekte der Beziehung betrifft und des Alters und auch der emotionalen Entwicklung. Damit meine ich die Zeit, wenn man die Idee hat oder die Frage stellt, wie wäre es mit einem Kind, bis man dann wirklich sich informiert hat oder für sich zu einer Entscheidung kommt. Da kann ja eine ganze Menge durchaus passieren. Und Frau Herr hat es gerade auch schon mal gesagt, man kann gar nicht oft genug betonen, bei diesem Thema gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt eben wirklich nur den eigenen Weg. Und den zu finden, das ist eben die große Aufgabe.
mal ein bisschen hinterfragt, was ist eigentlich Kinderwunsch? Natürlich reden wir alle darüber und jeder sagt, ist doch klar, was ich damit meine. Wenn man es mal versucht, ein bisschen einzuordnen, logischerweise der Wunsch nach Nachwuchs. Ich finde, wichtig sind zum einen biologisch-evolutionäre und dadurch auch hormonelle Aspekte, die uns betreffen, weil es ist einfach grundsätzlich in der Natur so, alles, was mit Leben zu tun hat, hat auch den tiefen inneren Drang, dass das Leben auch fortgesetzt wird. Und von daher ist das eben was ganz tief auch biologisch Verankertes. Wenn man sich psychologische Aspekte anschaut, gibt es ein paar Punkte, die eine Rolle spielen können. Beim Thema Kinderwunsch ist aus psychodynamischer Sicht oft ein wichtiges Thema. Die Frage, was ist denn, ja, was bleibt von mir, wenn ich mal irgendwann tot bin? Und für viele ist da auch so eine Art Lebenssinn. Mir sind Kinder wichtig, weil das ist das, was ich in die Zukunft quasi von mir weitergeben kann, was ich fortsetzen kann. Diese Frage beantworten manche sehr stark mit dem Thema, natürlich sind das Kinder, andere weniger stark, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Es ist, wenn man viele fragt, so das zu beschreiben auch, was ist denn dieses Gefühl oder dieses starke Bestreben mit dem Thema Kinderwunsch. Wird eben deutlich, es ist so eine Art Bedürfnis oder Sehnsucht, finde ich, könnte man auch fast sagen, was von vielen dann so geschildert wird. Natürlich gibt es auch, das klang vorhin auch schon kurz mit an, familiäre, gesellschaftliche Aspekte. Also was ist, wenn viele Freunde auf einmal Kinder bekommen und Familien gründen? Was ist so mit den Erwartungen, die man selbst so ans Leben stellt oder die man von anderen gestellt sieht. Also das kann eben da ganz vielseitig sein. Letztlich geht es ja darum, Sie versuchen ja irgendwie eine Entscheidung zu finden. Und da haben Sie es wirklich mit einer sehr komplexen Situation zu tun. Ich habe mal so ein paar wichtige Punkte hier benannt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die kann man bestimmt noch ziemlich ergänzen. Oben natürlich ganz wichtig in den allermeisten Fällen ist das ja, dass Sie die Situation mit einem Partner zusammen durchleben und eben gucken müssen, was sind meine Wünsche und Bedürfnisse, was sind die vom Partner, wie sehen wir das zusammen, wenn wir uns informieren und dann sagen, gut, wir kommen zu einer Entscheidung, ich bin mir zu 73% sicher, mein Partner zu 87%, hat man mathematisch ein wunderbares Ergebnis, aber trotzdem kann das sein, dass der gefühlte, der emotionale Teil ist, dass man dann merkt, wow, unter 90% reicht mir das eigentlich gar nicht. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Also das ist ein Riesenspektrum in der Auseinandersetzung. Viele, die sich damit schon beschäftigt haben, werden das kennen, wie vielseitig das ist. Dann Freunde, die sagen, boah, wie toll, oder um Himmels Willen, das ist ja ganz schwierig. Oder auch in den Familien sehr unterschiedliche, teilweise auch sehr feste Meinungen, gegen die man sich unter Umständen dann auch durchsetzen muss. Das also dann auch auszuhalten oder zu gucken, wie man das hinbekommt, dass man das so gut vertreten kann, dass alle den Weg mitgehen. Die Beratung durch Ärzte, Beratungsstellen, der rechtliche Rahmen, der vorgegeben wird, an dem man sich halten muss, was auf einer psychologischen, emotionalen Ebene durchaus auch als so eine Art Bevormundung verstanden werden kann. Weil in vielen Fragen möchte man schon irgendwie über seinen eigenen Körper und sein eigenes Leben bestimmen können. Und hier wird doch sehr weit eingegriffen. Und die Frau Herr hat das gerade ja schon auch die rechtlichen Punkte sehr, auch die kritischen Aspekte sehr gut dargestellt, dass es eben nicht so einfach und so klar ist, sondern das hängt von der Zeit ab. Es war früher anders als heute und wir sind oder wir können hoffnungsvoll davon ausgehen, dass es in der Zukunft auch nochmal anders sein wird als heute. Hoffentlich dann wirklich mit auch mehr Eigenverantwortung und mehr guten Möglichkeiten. Natürlich fließen in die Entscheidung eigene Wünsche, Ziele und Werte mit ein. Als Aspekt auch dann natürlich die Frage,
wenn man religiös ist, auch da eben moralische Werte und Grundhaltungen und letztlich auch finanzielle Möglichkeiten, ob man bestimmte Wege gehen kann oder nicht. Also eine wahnsinnig komplexe Situation im Grunde. Im Verlauf kann man sich gut vorstellen, ist ganz klar, es können viele unterschiedliche Gefühle auftreten, Hoffnung, es gibt einen Weg. Für uns kann umschlagen in Enttäuschung, wenn man unsicher wird. Und je mehr man sich informiert, auf einmal merkt, wir sind da gar nicht mehr so klar, dann die ganzen rechtlichen, finanziellen Aspekte oder eben das, selbst wenn man sich für einen Weg entscheidet, eine Schwangerschaft auch ausbleiben kann. Die Freude darüber, sich halt mit dem Partner auch ein Kind zu wünschen, aber auch Angst, Ängste vor den einmal medizinischen Konsequenzen, die damit verbunden sein können, aber auch natürlich vor psychosozialen, Scham, Wut, Erleichterung, Dankbarkeit, Schuld. Also alles das, was uns emotional treffen kann, spielt natürlich auch hier eine Rolle. Ganz interessant wäre vielleicht so als kleine Idee, wozu dienen eigentlich die Emotionen? Sind die eigentlich nur dann störend oder nervig, gerade wenn die so widersprüchlich oder negativ sind? Die Funktion von Emotionen ist eigentlich biologisch eine schnelle Orientierung bei komplexen Situationen, weil Gefühle, die wir haben, oft viel, viel schneller sind als unsere Gedanken. Also wenn es irgendwo knallt oder wir irgendwie das Gefühl haben, wir werden bedroht oder wir erschrecken uns, ist ja Sinn und Zweck, dass wir sofort reagieren können. Wenn wir da erstmal überlegen, ist das eine Naturkatastrophe, werden wir überfallen, wie hoch ist das Risiko? Bis dahin ist vieles schon gegessen. Also brauchen wir einen schnellen Weg, dass wir klar haben, wie wir handeln müssen und dass auch die Energie bereitgestellt wird. Also wenn wir uns erschrecken oder Angst haben, geht der Puls hoch, der Blutdruck steigt und wir sind eigentlich innerhalb von kürzester Zeit bereit zu fliehen oder zu kämpfen, wie man das so schön sagt. Und da kann man es ein bisschen aufteilen, einmal in handlungsleitende Emotionen, die halt einen unmittelbaren Impuls auslösen, das Beispiel mit der Angst, oder eben informative Emotionen, die wichtig sind, zum Beispiel im Bereich der Empathie oder auch um Konsequenzen von Entscheidungen überblicken zu können. Also sich da hineinzufühlen, wie ist das, wenn ich mir das vorstelle, wenn wir dann ein Kind haben? Wie ist das, wenn mein Kind dann größer ist? Wie ist das, wenn ich dann vielleicht dann Oma werde? Oder wie ist das, wenn man die Zeit sehr kurz sieht, wenn ich in ein Kinderwunschzentrum gehe und mein Anliegen äußere? Also viel antizipieren wir an Situationen und stellen uns das vor, wie mag das sein, wenn wir da hingehen oder wenn das eintritt. Und dazu kriegen wir dann ein Gefühl, ob wir dann aufgeregt sind, ob wir uns freuen, ob wir Angst haben, wie auch immer. Diese Informationen helfen uns, uns in diesen Situationen orientieren zu können. Schwierig ist es oft, weil man im Alltag das oft viel zu wenig benutzt und übt, Emotionen wirklich zu beschreiben oder sich darüber auch zu unterhalten. Ich als Psychotherapeut bin es eben gewohnt, ich mache das jeden Tag mit Menschen. Aber das ist völlig klar, viele, die aus unterschiedlichsten Gründen Beratung oder Therapie suchen, fällt das erstmal total schwer. Das ist also total der Normalfall, dass die häufigste Antwort auf die Frage, wie geht es Ihnen gut oder schlecht, lautet. Und dann braucht man erstmal ein bisschen Zeit und Überlegung, um das ein bisschen zu spezifizieren zu können. Im Verlauf, jetzt auch bei der Frage Kinderwunsch, wechseln sich viele Gefühle mehr oder weniger intensiv sicherlich ab. Das werden wir sicherlich auch gleich noch anhand der Schilderung damit auch sehen. Das ist in so einem Prozess aber auch völlig normal und nicht wirklich ein Zeichen für relevante Probleme, das gehört einfach dazu. Und Gefühle werden von vielen Aspekten beeinflusst, von unserer Persönlichkeit, die zu einem nicht geringen Teil auch genetisch bedingt ist. Wir haben nur einen gewissen Spielraum, in dem wir uns entwickeln können, wo dann auch Erziehung oder unsere eigenen Überlegungen eine Rolle spielen. Das Temperament, was eben auch einen hohen genetischen Faktor hat.
Dynamik der Partnerschaft, Vorerfahrung, Erziehung, viele andere Aspekte. Aber was Gefühle betrifft, ist eben auch wichtig, dass biologische Faktoren, die eben auch beeinflussen. Und zwar in ganz starker Weise halt eben Hormone, insbesondere Sexualhormone. Prämenstruelles Syndrom, also wenn Frauen wirklich dann durch die hormonelle Umstellung, manche sind da sehr empfindlich, dass dann die Stimmung schwankt oder dass man dann reizbarer wird. Aber auch das Thema Kinderwunsch tritt ja in einem gewissen Alter auf, wo es auch quasi vom Körper und hormonell eigentlich passt, dass das möglich ist. Oder wenn man die Pille nimmt oder eben zur Kinderwunschbehandlung, auch eine medikamentöse hormonelle Behandlung in Anspruch nehmen muss. All das sind eben Dinge, die auch eben wirklich die Gefühle sehr stark beeinflussen können. Genauso andere Hormone, Schilddrüsenhormone, eine Schilddrüsenfunktionsstörung können genauso Depression, Reizbarkeit, Ängste auslösen. Deswegen gehört es bei den Psychiatern immer zur Standarddiagnostik, dass man auch solche körperlichen Ursachen erstmal ausschließt, bevor man sich dann um die Psyche kümmert. Klar, Drogen, Medikamente, aber auch Nahrung, Zucker, also Stichwort Essen tröstet, wenn man irgendwie traurig ist oder Stress hatte, dann die Schokolade. Auch das kennt man, dass die Emotionen da stark beeinflussbar sind. Was kann man jetzt damit anfangen? Welche Tipps könnte man so als übergeordnete Idee mitgeben? Ich finde, so einen wichtigen Aspekt ist, entscheiden Sie sich für einen Weg, nicht für ein verbindliches Ziel. Denn es kann sein, dass Sie auf einem Weg neue Erkenntnisse oder Erfahrungen gewinnen und Sie sollten immer die Möglichkeit haben, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, stopp, ich entscheide mich anders oder ich brauche erstmal mehr Zeit. Das Festhalten an Entscheidungen aus Angst oder übermäßiger Rücksichtnahme kann eben wirklich einen inneren Konflikt, Partnerschaftskonflikte oder auch andere Probleme auslösen. Von daher ist das etwas, wenn man das so kommuniziert, okay, wir gehen den Weg und gucken, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten mit den ganzen Beratungen dann anfühlt und dann weiterentwickelt. Ein weiterer Tipp, machen Sie sich bewusst, dass Sie die Entscheidung zu einer bestimmten Zeit vor dem Hintergrund aller verfügbaren Informationen treffen. Natürlich kann das sein, dass Sie in einem Jahr, in 5 Jahren, in 30 Jahren weitere Informationen haben und wissen, wie irgendwas gewesen ist. Aber es ist sinnlos, sich das dann quasi zum Vorwurf zu machen. Das ist, damit quält man sich nur selbst. Und wenn man das quasi vorwegnimmt und sagt irgendwie, ich treffe meine Entscheidung jetzt und damit ist die auch legitim und gültig, dann ist es auch gut. Und man darf seine Entscheidung ändern. Aber es ist kritisch, wenn man quasi Gefahr läuft, dass man sich im Nachhinein seine Entscheidung vorwirft oder in Zweifel stellt. Und da gibt es eben schon ein paar Aspekte, sich das bewusst zu machen, dass man vor solchen Situationen sich ein bisschen sicherer macht. Schuldgefühle sind auch nach vielen Jahren möglich, die aufpoppen. Also gerade nach Abtreibungen ist manchmal in der Situation, weil man ja manchmal nur Wochen oder wenig Zeit hat, das wirklich definitiv zu entscheiden. Ist es relativ klar zunächst mal, aber es kann eben wirklich Jahre später so sein. Manchmal kommen dann Patientinnen, die auch aktuell habe ich da welche in Behandlung, wo das dann wirklich dann nochmal zu einem Problem wird, dann im Nachhinein. Nicht quasi mit der Entscheidung. Die Entscheidung ist soweit klar, aber trotzdem sind es eben Schuldgefühle, was habe ich denn da getan? Ja, und deswegen ist so die Entscheidung zu treffen und wie sich das dann anfühlt, es sind nochmal zwei verschiedene Dinge, die einen irgendwo auch einholen können. Was gibt es noch? Natürlich gerade auch schon angesprochen, so offen, wie es einem möglich ist, miteinander zu kommunizieren. Also zunächst mal natürlich mit dem Partner, aber dann auch mit den Ärzten, mit Beratungsstellen, vielleicht auch mit Freunden. Üben Sie das Wahrnehmen und Benennen Ihrer Gefühle und das darüber zu sprechen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das muss man wirklich ein bisschen trainieren und das etablieren.
Und trotzdem kann es zu Gefühlen und Gedanken kommen, die einen verunsichern und zweifeln lassen. Und was kann man dann machen? Beratungsstellen aufsuchen, mit Freunden sprechen, ist immer die gute erste Idee, je nachdem, wo man das meiste Vertrauen zu hat. Man kann auch gemeinsam Paargespräche führen, auch bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, oder sich Einzelgespräche suchen. Was ist der Unterschied? Beratung ist quasi die intensive Auseinandersetzung und das Aufzeigen von Wegen. Wenn man therapeutisch guckt, dann schaut man eher darauf, was ist der Mechanismus oder was sind spezifische Punkte, die es Ihnen schwer machen, zu einer Entscheidung zu finden oder die Sie in den Gefühlen so durcheinander bringen. Ja, also das ein bisschen zu sortieren, sind die Gefühle jetzt wirklich eigentlich angemessen auf die Situation, die ich gerade durchmache, oder sind die irgendwie beeinflusst von inneren Konflikten oder von persönlichen Haltungen oder Ängsten, die ich in mir trage. Wenn man das Gefühl hat, sowas spielt eine Rolle, kann man eher mal ein Beratungsgespräch beim Therapeuten nehmen. Wenn man denkt, mir geht es einfach darum, ich muss es nochmal diskutieren, ich muss nochmal auf verschiedene Wege durchgehen, dann kann das eben auch helfen, die Gefühle zu klären. Und das geht eben an den anderen Punkten genauso. Und es kann eben hilfreich sein, solche Optionen recht früh miteinander zu besprechen, damit es eben keine Probleme auf der Vertrauensebene gibt, damit eben nicht der eine das Gefühl hat, irgendwie, ach, jetzt willst du ohne mich dazu jemanden hin und mit denen sprechen, oder ne, was hat dir denn deine Therapeutin jetzt da erzählt? Und dass da einfach klar ist, es geht nicht um Meinungen, sondern es geht darum, dass jeder für sich, aber auch man zusammen halt eben wirklich einen Weg findet und zu einer tragfähigen Entscheidung dann kommt. Psychotherapie kann helfen, wenn es dann zu Problemen kommt. Manchmal reichen da aber schon wenige Sitzungen aus. Wenn man aber für sich mehr Klärungsbedarf hat, kann man natürlich das auch über einen längeren Zeitraum machen. Problem ist die Finanzierung. Kinderwunsch ist natürlich genauso wie Schwangerschaft. Per se ist es erstmal keine Krankheit und deswegen sagen die Krankenkassen, das zahlen wir nicht. Wenn man sich Rat sucht, egal ob jetzt irgendwo in einem Zentrum oder bei niedergelassenen Psychotherapeutinnen, und sie psychotherapeutische Gespräche führen, werden die eine Ziffer abrechnen. Und an der Stelle gilt, egal ob man jetzt Genträger ist oder nicht, das gleiche Problem, was quasi mit dem Gentest verbunden ist. Sobald irgendjemand da quasi eine Beratungsziffer auch nur mit dem Verdacht auf einer psychischen Problematik abrechnet, steht das quasi in der Abrechnungsakte der Krankenkasse drin. Eine Anpassungsstörung ist einfach die emotionale Schwierigkeit, mit belastenden Lebensereignissen klarzukommen, jetzt mal als Kurzversion gesagt. Und das wäre natürlich formal gesehen durchaus in vielen Situationen erfüllt. Trotzdem sollte man vorher bedenken, das steht dann drin. Und solange wie man irgendwie einen Schnupfen hat oder mal sich das Bein gebrochen hat oder eine Blinddarmentzündung, das sind Sachen, deswegen lehnt einen keine Versicherung ab. Das spricht keiner Verbeamtung entgegen. Also alles, was man machen möchte, steht einem da eigentlich offen. Mittlerweile sind aber die Versicherer da sehr, sehr kritisch geworden. Sobald man irgendwo mal wegen was Psychischem in Behandlung war, können die einem da Schwierigkeiten machen. Und deswegen gilt es auch an der Stelle, vorsichtig zu sein, es genau zu überlegen. Bin ich da schon sicher, ist das soweit klar, dass man da nicht hinterher dann mit Konsequenzen dann zu tun hat. Natürlich kann man sich an mit Huntington Erfahrene oder auch überhaupt mit Kinderwunsch Erfahrene wenden. Da gibt es eben ganz, ganz verschiedene. Das Wichtige ist, dass man Vertrauen hat und dass man mit den Personen klarkommt, dass die Chemie stimmt, wie man so schön sagt. Was kann erreicht werden? Klar, die Ressourcen können gestärkt werden, Unsicherheiten können geklärt werden, Ängste können reduziert werden, Entlastung bei Konflikten, auch bei partnerschaftlichen Konflikten ist möglich. Man kann Stress reduzieren, das Befinden verbessern und natürlich auch die Wahrnehmung und den Umgang mit den eigenen Gefühlen verbessern. Ziel ist bei jeder Beratung, natürlich auch bei der Therapie selbstbestimmt über die anstehenden weiteren Schritte entscheiden zu können.
nähern wir uns langsam dem Ende. Tipps für eine gute Pflege der Gefühle, klar, wahrnehmen und benennen der eigenen Gefühle ist gut. Strategien zum Umgang mit komplexen Situationen, wie am Anfang geschildert, können hilfreich sein, zum Beispiel sich einen Überblick verschaffen, auch vielleicht in schriftlicher Form oder Listen, Pro- und Kontralisten erstellen oder Listen, wo man bestimmte Punkte sammelt. Hilfreich kann sein, eine Beobachterposition zu seinen Gefühlen einzunehmen, dass man also sich nicht so, dass man nicht so mitgerissen wird von seinen Gefühlen, sondern dass man sagt, jetzt bin ich gerade unsicher oder jetzt habe ich gerade Angst und wie kann ich mich jetzt am besten darum kümmern, dann kriegt man ein bisschen mehr, kann man das ein bisschen mehr managen. Natürlich seine Gefühle dann aber auch ernst nehmen und verstehen. Es gibt keine falschen Gefühle. Wenn Sie irgendwie den Eindruck haben, für mich stimmt da was nicht oder irgendwie fühlt sich das auf eine bestimmte Art und Weise widersprüchlich an, dann ist da auch was dran. Und seien es hormonelle Gründe, aber es gibt immer einen guten Grund. Aber wichtig ist, den eben zu verstehen, dass man den einordnen kann und dann eben einen Weg finden kann, wie man damit umgeht. Helfer-Begleiter-System aufzubauen ist gut, dass man eben seine Berater und seine Ärztinnen hat, die einem da im Kinderwunschzentrum oder in der Humangenetik unterstützen, aber eben auch gute Freunde über die DHH Kontakt zu anderen eben zu finden. Genauso was, was jetzt auch dann aufgebaut ist und was wirklich eine tolle Sache ist, was man nur empfehlen kann. Und eventuell, wenn man das Gefühl hat, man braucht ein bisschen mehr Unterstützung, dass man sich rechtzeitig eben Hilfe durch eine Therapeutin oder einen Therapeuten sucht. Letztlich finden Sie heraus, was Sie brauchen. Sorgen Sie dafür, dass Sie es bekommen. Nicht nur in dem Fall, ist eigentlich immer gut im psychischen Bereich. Und damit bin ich dann auch am Ende. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier nochmal dann meine Kontaktdaten, die sind aber auch über die DHH dann zu kriegen, wo Sie mich hier in Dorfkirchen finden können. Ja, vielen Dank. Ja, prima. Ganz, ganz herzlichen Dank, Rainer, dafür. Auch wirklich nochmal zu veranschaulichen, wie wichtig das Thema mit den Emotionen ist und was hier alles passieren kann. Und auch die Botschaft für alle, die da zuschauen, es gehört mit dazu und unterschätzt das einfach nicht. Und ich glaube, das kommt gleich nochmal in den Beispielen sehr, sehr gut raus. Es ist einfach auch ganz wichtig, dem Raum zu geben und mit den Emotionen gut klarzukommen, weil es ist ein schwieriger Weg. Und danke dafür, war ein sehr guter Einblick. Dankeschön. Danke. Wir haben auch eine Frage jetzt, die kam noch vorhin von Michael, der fragte, wie lange es jetzt dauern würde ungefähr, wenn man den Antrag in Bayern stellen würde. Ich kann erzählen, dass gerade 2 Paare in Bayern den Ethikantrag im Dezember gestellt haben. Der erste Antrag ist verschoben worden ins erste Quartal diesen Jahres und der zweite Antrag sogar ins zweite Quartal. Also die haben viel zu tun und man kann da gar nicht sagen, wann und wie schnell. Und das hört man von allen Kommissionen langsam, dass es immer mehr länger dauert. Das ist halt auch leider das Thema bei diesem ganzen Kinderwunsch. Es nimmt echt viel Zeit manchmal in Anspruch und es dauert und dauert. Manchmal gut, manchmal schlecht. Genau. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet, außer die Frau Herr wollte noch was dazu sagen. Ja, ich würde vielleicht ergänzen wollen, dass man ja auch eine Zeit braucht, um diesen Test zu entwickeln. Können Sie mich hören? Also es dauert ja auch so 4 bis 6 Monate, bis das Testsystem steht, was man dann einsetzt für die Untersuchung der Embryonen. Und dann kann man diese Zeit quasi nutzen. Also wenn man den Ethikantrag stellt und wir könnten ja auf jeden Fall eine Poolkörperdiagnostik machen, was wir aber, denke ich, nicht brauchen. Ich denke, das ist jetzt geklärt, dass das eine PED sein kann. Dann kann das parallel laufen, wenn das dem Paar wichtig ist, dass es schnell vorwärts geht. Und dann ist es letztlich kein Zeitverlust jetzt auch. Ne? Und also ich meine, rufen Sie da an, das sind ganz nette Leute auch, machen Sie da Druck. Die müssen halt eine Lösung finden, wenn das immer mehr wird, wie sie das bearbeiten. Also die sind schon auch willig, aber das ist natürlich auch für die ein gewaltiger Aufwand zum Thema, wo sie sich auch erst einarbeiten müssen. Ne? Prima, vielen Dank dafür. Weitere Fragen sehe ich im Moment noch keine. Also gerne nutzt gerne die Gelegenheit, weitere Fragen über den F&A-Knopf einzustellen. Derweil mache ich mal weiter mit dem Vortrag. Wo ist das richtige Fenster? Also muss ich gucken. Da geht es weiter.
Wir sind noch zu Hause. Okay. Ein großer Teil von diesem Online-Seminar werden jetzt Erfahrungsberichte sein. Und zwar hat sich die Isa was ausgedacht. Sie hat Freiwillige angesprochen, die über ihren jeweiligen Weg berichten wollen. Und alle haben die gleichen Leitfragen erhalten, die man hier sehen kann. Und die ziehen sich gleich so durch die Geschichten durch. Und du hast schon mal das, was gleich passiert. Und los geht's mit meiner eigenen Geschichte. Und ich habe dazu ein Video aufgenommen heute Morgen schon, das ihr gleich sehen solltet. Hallo, ich bin Michaela, ich bin 47 Jahre alt und ich will auch gerne erzählen, wie ich mit der Frage um den Kinderwunsch umgegangen bin. In meiner Familie hatten mein Opa, mein Vater und mein Onkel die Huntington-Krankheit. Mein ein Jahr jüngerer Cousin hatte sogar die juvenile Form. Er hatte schon als Teenager, also das noch zur Schule ging, die ersten Symptome. Mein Opa selber habe ich gar nicht kennengelernt. Der starb, als ich 3 Jahre alt war. Mein Onkel, mein Vater und mein Cousin waren alle zur gleichen Zeit krank und lebten gemeinsam in einem kleinen Ort in Nordhessen. Ich war damals Teenager, als mein Vater erkrankte. Ich habe mitbekommen, die Veränderungen bei ihm, insbesondere die Aggression und Überbewegung, und auch mitbekommen, dass meine Eltern öfters zum Arzt gefahren sind. Dass die Krankheit dann Huntington heißt und dass auch ich das 50-prozentige Risiko habe, daran zu erkranken, das habe ich erfahren, als mit knapp 16 Jahren mein erster fester Freund in mein Leben kam und das Thema Verhütung aktuell wurde. Dieses Gespräch hat mein Leben verändert, unter anderem, weil für mich hängen geblieben ist, dass ich keine Kinder bekommen darf. Bis zu dem Moment hatte ich Lebensträume wie viele andere auch. Ich wollte heiraten, einen Mann, Haus, 3 Kinder, einen Hund. Aber ab dem Gespräch, ab dem Moment, wollte ich keine Kinder mehr bekommen. Ich habe diesen Weg gewählt. Ich habe mich für das Thema Kinderlosigkeit entschieden. Ich war viele Jahre nicht bereit, die genetische Untersuchung machen zu lassen auf die Huntington-Krankheit. Ich habe das Ungewisse vielleicht immer vorgezogen, denn ich wäre mit dem positiven Ergebnis nicht klargekommen. Und mit dem Risiko war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich es bekommen werde und auch weiter vererben könnte. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass sich mein Partner um mich und um die Kinder kümmern müsste und dass meine Kinder mit ansehen würden, mich mit ansehen würden, so wie ich meinen Vater erlebt habe. Für mich war es immer wichtig, mit meinen jeweiligen Partnern sehr bald darüber zu sprechen, über dieses Thema, über die Erkrankung, über das Risiko und auch meine Entscheidung, keine Kinder haben zu wollen. Das war für mich immer klar und da wussten immer alle Bescheid. Mein wichtigster Arzt war mein Frauenarzt für Fragen rund um die Verhütung. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Jahre lang so ein Implantat, so ein kleines Hormonstäbchen im Oberarm. Und das gab mir die nötige Sicherheit, denn die Pille hatte ich viel zu oft vergessen zu nehmen. Ein anderer Weg hätte es auch mal gegeben. Das war an meinem 25. Geburtstag. Da hat mein damaliger und gleichaltriger Partner hat mir ein Teddybär geschenkt und mich gefragt, welche Pläne ich in den nächsten 5 Jahren habe. Ich habe mir den Schultern gezuckt. Ich wollte arbeiten, ich wollte reisen, ich wollte das Leben genießen. Einfach so weitermachen, wie es damals war. Er hat dann gesagt, er will 3 Kinder. Das war nicht einfach. Das war eigentlich auch mein ursprünglicher Wunsch gewesen, aber nicht mit dem Risiko. Dann kam für mich die Frage, mache ich jetzt den Gentest für ihn? Was ist, wenn er positiv ist? Dann wäre mein Leben Scherbenhaufen. Ich könnte ihm seinen Kinderwunsch nicht erfüllen. Unsere Beziehung wäre zu Ende und ich stünde alleine da mit dem positiven Ergebnis, das zu verarbeiten, all das, die Trennung und das Ergebnis. Das kam für mich nicht in Frage. Wir haben uns an dem Tag getrennt. Er hat dann eine Freundin geheiratet und sie haben zusammen 3 Kinder bekommen. Jede weitere Schwangerschaft war für mich wie ein Schlag. Klar, es war meine bewusste Entscheidung, diesen Weg zu gehen, aber es tat jedes Mal weh. Ich fühlte mich nicht mehr als Frau. Auch immer dann, wenn um uns herum Gespräche entstanden von Freundinnen über Umstandsmode, Entbindung, Stillen, die Kinder kamen zur Welt. Mit 35 war ich bereit für den Gentest, habe ihn auch ganz schnell gemacht. Heute, am 18. Juni, ist der Jahrestag meiner Blutentnahme und der Geburtstag meines Vaters.
ich weiß seit einigen Jahren, dass ich nicht Genträgerin bin. Ich weiß, hätte ich mich damals mit 25 entschieden, wären meine Kinder heute volljährig. Aber ich war mit 25 noch nicht dazu bereit, das Ergebnis zu erfahren. Mir war das Risiko zu hoch. Ich habe für mich entschieden, ich bereue es nicht. Mein Tipp, mein Motto lautet, das Leben ist das, was du daraus machst. Hör auf dein Herz, mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Mein Tipp, nutz Gelegenheiten wie diese, um euch zu informieren und persönliche Geschichten von anderen zu hören. Reflektiert das für euch, nehmt für euch was mit, sprecht mit Freunden und bei Fragen kommt auf uns zu. Bei Deutschlandhunting Hilfe, wir sind für euch da. Sprecht mit euren Partnern, wir finden einen Weg und jeder findet seinen Weg. Trefft eine bewusste Entscheidung und geht diesen Weg. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Oh, wir haben die Isa verloren. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Das war meine Geschichte. Ich mache einfach mal weiter. Ich hoffe, die Isa kommt gleich wieder. Weil ich spiele jetzt einmal der Reihe nach die anderen Videos noch ein und gucken, dass wir die Isa gleich wiederfinden. Augenblick, weiter geht's. Die nächste Geschichte ist die von Anni. Die hat sich für den natürlichen Weg entschieden und Kinder mit dem Risiko. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Anni, ich bin 35 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Hessen. Ich bin Mama von zwei wundervollen, energiegeladenen Mädchen im Alter von 7 und 5 Jahren. Und das Wichtigste an meiner Geschichte ist, ich bin ungetestet Mama geworden. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Bei uns war lange, lange meine Mama erkrankt, bevor sie 2018 als große Kämpferin die Welt verlassen musste. Sie ist für mich und auch für meinen Bruder das allergrößte Vorbild, was man sich vorstellen kann. Auch er ist mittlerweile Papa und auch er ist weiterhin ungetestet. Zusammen mit unseren Partnern haben wir das entschieden. Beide Partner kennen unsere Mama und lieben sie auch. Sie war wirklich, wirklich ein unfassbar positiver Mensch und hat immer gesagt, Anni, wenn ich es hätte gewusst, dass wir eine Krankheit in uns tragen, die ausbrechen könnte oder auch nicht ausbrechen könnte, ich hätte niemals auf euch verzichtet. Ihr seid das Beste, Beste, was mir jemals passieren konnte. Und mit diesem Wissen, mit dieser Kraft bin ich Mama geworden und bin sehr, sehr froh, dass sie die zwei noch kennenlernen durfte. Aber mein Mann und ich haben auch nicht nur positive Sachen, positive Reaktionen gehört, sondern halt auch aus Familien und auch aus dem Freundeskreis gesagt bekommen, wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur mit so einem Background Kinder bekommen? Wie egoistisch seid ihr? Was tut ihr den Kindern vielleicht an? Es gibt ja noch keine Lösung, keine Rettung. Aber ganz ehrlich, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann etwas gefunden wird, was uns allen helfen kann. Bis dahin leben wir bewusst. Wir genießen die Momente, wir genießen Erinnerungen. Wir haben eine gute Zeit als Familie. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, ohne meine Familie würde es mir ganz, ganz anders gehen. Ich liebe es, Mama zu sein. Und mir geht es auch die meiste Zeit mit diesen 50% geht es mir gut. Ich möchte nicht die ganze Zeit daran erinnert werden, boah, da könnte etwas sein. Allerdings verdränge ich es auch nicht, weil das kann man nicht verdrängen. Man kann für den Moment mal nicht dran denken, aber man vergisst es nicht. Ich lebe damit. Ich weiß, es kann kommen, es kann passieren, aber ich wünsche mir natürlich für mich, für meine Familie, dass alles gut wird, dass alles gut ist und ich diese Krankheit nicht geerbt habe. Und somit natürlich auch meine Mädchen und mein Neffe hoffentlich auch gesund sind. Ansonsten trifft jeder diese Entscheidung für sich selber und das ist ganz wichtig. Trefft die Entscheidung für euch. Trefft sie bewusst und dann
Macht das Beste draus. Es ist egal wie, eine Familie zu gründen ist unfassbar schön. Es gibt Mittel und Wege natürlich, wie man es auch anders machen kann. Für mich war es der richtige Wert, der richtige Weg, ungetestet Mama zu werden. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig von meinem Geschichte erzählen konnte. Es ist gar nicht so einfach drauf loszusprechen, habe ich gerade gemerkt. Ich wünsche euch von Herzen das Allerbeste und freue mich darauf, mit einigen hoffentlich in Kontakt zu treten. Und wenn ihr Fragen habt, gerne an die Isa melden. Sie verweist euch an mich weiter, denn ich bin ebenfalls seit mindestens 17 Jahren in der DHH tätig und freue mich drauf, mit ganz vielen von euch in Kontakt zu treten. Ich wünsche euch alles Liebe, genießt die Sonne, habt eine gute Zeit und auf die Liebe, auf die Babys, alles Gute. Tschüss. Das war die Geschichte von Anni. Isa, ich hoffe, deine Verbindung steht. Ich mache einfach so lange weiter mit den weiteren Sprachnachrichten. Willst du deins vorziehen? Ich weiß nicht, was bei dir gerade technisch los ist. Ja gut, ich glaube, ich bin wieder da. Du bist wieder da. Ob jetzt im Moment? Ja, genau. Bleib ja, schon dabei. Okay. Genau. Ich bleibe jetzt hier. Okay, alles klar. Ich mache weiter mit den nächsten Geschichten. Ich habe noch die Geschichte von der Miri, die über eine PMD berichten kann. Ja, hallo, ich bin Miri und wollte über meine Huntington-Familiensituation berichten, beziehungsweise unseren Kinderwunsch. Und es ist so, dass wir im Mai 2016, kurz nach unserer Hochzeit, erfahren haben, dass mein Schwiegervater sich abklären lässt, ob er Huntington hat. Und wir hatten dann tatsächlich im August das Ergebnis, dass er Huntington hat. Und der Prozess ging dann relativ schnell, dass mein Mann sich dazu entschieden hat, dass er auch seine Diagnose wissen möchte. Und ja, wie gesagt, wir hatten gerade geheiratet. Kinder war dann auch ein Thema. Also wir hatten bislang noch nicht versucht, schwanger zu werden, aber es war klar, dass wir nicht ohne Kinder unser Leben verbringen möchten. Und dann haben wir halt im Januar 2017 auch die Diagnose bekommen von meinem Mann. Dann war relativ schnell klar, dass wir nicht so einfach Kinder bekommen, weil für uns auch klar war, dass wir HD nicht weiter vererben wollen. Und hatten uns dann in Lübeck beraten lassen bei den Pränatalmedizinern, bei den Humangenetikern und haben da auch die ganzen Beratungsstationen durchlaufen, die man für die Ethikkommission auch braucht und haben dann den Ethikantrag in Nord gestellt. Es hat dann auch 1.500 € gekostet, den Antrag zu stellen und dann war für uns klar, okay, Präimplantationsdiagnostik wird es werden. Und wir haben halt auf die Ethikkommission gewartet. Und uns war es wichtig, dass wir uns einfach vorher auch gesundheitlich abchecken lassen, ob wir überhaupt Kinder bekommen können, weil das hatten wir bislang halt noch nicht probiert. Und ich hatte dann auch die Pille abgesetzt nach 15 Jahren und hatte auch wirklich starke Zyklusstörungen von 6-7 Wochen und war tatsächlich dann auch in frauenärztlicher Behandlung und habe da verschiedene Verdachtsdiagnosen bekommen, wie PCO-Syndrom und Endometriose. Und dann war einfach mir die Unsicherheit zu groß, dass ich überhaupt schwanger werde. Und dann bei der Präimplantationsdiagnostik ist es ja klar, dass es ein sauteures Verfahren ist und man schon bei einem Versuch bei 10.000 € liegt. Und mir auch bewusst war, dass mein Kinderwunsch so groß war, dass ich nicht nach einem Versuch, der dann nicht klappt oder so, dann aufhöre. Also habe ich mit weitaus mehr Geld gerechnet und dann war die Unsicherheit so groß. Und da ich tatsächlich auch nicht vorher in Lübeck untersucht worden bin, richtig,
war, dass ich mit meinem Mann gesprochen habe und gesagt habe, okay, wir müssen das irgendwie anders rausfinden. Und bin so ein bisschen an die Grenzen gestoßen, weil meine Frauenärztin dann auch sagte, ja, ich mache ja eine PED und dann werden die mich schon untersuchen. Und da habe ich mich halt nicht gut aufgehoben gefühlt und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir in eine Kinderwunschbehandlung gehen. Und dann haben die mich gründlich untersucht und haben halt auch hormonell mich eingestellt. Und dann war es tatsächlich so, dass beim zweiten Versuch auf natürlichem Wege, dass es geklappt hat und ich schwanger geworden bin. Und dann, das war natürlich, irgendwie hatten wir damit nicht gerechnet, war ganz schön aufregend. Und dann sind wir ins Pränatalzentrum in Hamburg gegangen und haben unseren Fall geschildert. Und mittlerweile hatten wir dann auch von der Ethikkommission den positiven Bescheid bekommen. Und dann war es so, dass die Humangenetiker und Ärzte dort besprochen haben und beraten haben, ob sie denn die Testung im Mutterleib vornehmen bei uns oder nicht. Und wir hatten dann das Glück, dass sie das gemacht haben. Das ist so eine Grauzone hier in Deutschland tatsächlich. Und dann haben sie in der 12. Woche die Testung gemacht im Mutterleib. Und dann war es so, dass ich eine Hinterwandplazenta habe, was nicht gut ist für die Untersuchung, weil die dann halt nicht richtig punktieren können. Und dann war das ein bisschen schwierig, musste ich nochmal gehen, damit die Plazenta sich anders setzt. Und dann konnten sie aber doch die Testung machen. Wenn sie hätten die Testung nicht machen können, dann wäre halt eine Fruchtwasseruntersuchung in der 16. Schwangerschaftswoche wäre halt vonnöten gewesen. Und es war tatsächlich schon zu dem Zeitpunkt, 12. Woche, es war schon nicht mehr auszuhalten. Man hat dann doch auch schon gesehen, dass ich schwanger bin. Ich habe tatsächlich auch relativ früh gespürt, dass ich schwanger bin. Und es war natürlich einfach schwierig, sich vorzustellen, dass man eventuell einen Abbruch vornehmen lassen muss. Und das ist gut ausgegangen. Wir konnten die Testung machen. Wir haben das Ergebnis bekommen und wir haben jetzt eine gesunde Tochter. Und tatsächlich ist dann aber relativ schnell deutlich geworden, dass wir noch weiteren Kinderwunsch haben und haben dann tatsächlich noch mal den Weg gewählt und ich bin noch mal schnell schwanger geworden und da hatte dann das Pränatalzentrum in Hamburg gesagt, dass sie die Testung nicht mehr vornehmen und dann sind wir an Professor Dr. Landwehrmeier, der ja auch in der Hand-Inken-Hilfe sehr bekannt ist, sind wir geraten. Und der hat dann das geschafft, dass wir in Deutschland jemanden gefunden haben, der testet, beziehungsweise die Untersuchung macht. Und wir mussten dann mit dem Material nach Holland, nach Leiden legen. Und es war ein langer Weg, ein sehr aufregender Weg. Da ist dann leider rausgekommen, dass die Huntington-Krankheit weiter vererbt wurde. Und wir hatten halt vorher schon für uns klar, dass das für uns keine Option ist, die Krankheit weiter zu vererben. Und dann hatten wir im Vorfeld auch schon alles dafür vorbereitet, dass wir dann gegebenenfalls halt auch den Abbruch machen können. Das war ta tatsächlich trotzdem noch mal schwierig. Wir haben Freitagabend haben wir das Ergebnis bekommen und Montagmorgen hatte ich schon den Termin für den Abbruch. Und naja, es waren auch Corona-Zeiten und man musste das dann alleine durchstehen. Es war wirklich schwierig und wenn mich jemand fragen würde, PND machen, ja, nein. Nach unserer ersten Tochter, so nach dem ersten Versuch, hätte ich gesagt, ja, okay, 50-50 Chance, ne? Es kann auch gut gehen.
Das zweite Mal hat leider gezeigt, es geht halt nicht immer gut und es ist einfach sehr hart. Und ja, was ich so einen Tipp mitgeben würde, ist wirklich, sich beide Szenarien auszumalen und durchzusprechen und halt auch dann im Vorfeld schon alles zu klären, weil die Zeit ist einfach knapp, die Testung passiert spät und man hat einfach nicht mehr viel Zeit und man muss ja auch noch den Beratungstermin bei Pro Familia wahrnehmen und dann müssen da, glaube ich, noch drei Werktage zwischenliegen, bis dann der Abbruch vorgenommen werden kann. Und ja, man ist halt in einer Ausnahmesituation, in einer Extremsituation. Es muss dann auch klar sein, wer von beiden das macht. Ich war tatsächlich in der Situation gar nicht handlungsfähig und mein Mann hat das alles übernommen und da bin ich auch mega dankbar drum, dass er das so gut gemacht hat. Ja, und zu der Frage, ob ich es wieder so machen würde, ist halt jetzt momentan aktuell der Stand so, dass ich seit letztem Jahr wieder in Kinderwunschbehandlung bin und dass es gerade so ist, dass wir alles so durchlaufen sind, jetzt nochmal die Ethikkommission in Bayern gefragt haben und da auch das Okay bekommen haben, dass wir das auch nochmal machen dürfen. Und da das viel günstiger ist, also in Nord haben wir 1.500 bezahlt, in Bayern haben wir 167 Euro bezahlt. Man muss halt dazu sagen, in Bayern ist die Nachfrage eine höhere und wir sind halt nicht in der Sitzung dran gekommen, die wir eigentlich hätten bekommen sollen, sondern danach. Und ja, jetzt stecke ich gerade in der PID. Jetzt habe ich gerade letzten Zyklus, habe die Hormonbehandlung begonnen und habe halt das gespritzt und habe tatsächlich gestern das erste Mal Eizellen entnommen bekommen. Und jetzt heißt es halt Daumen drücken und schauen, was daraus wird. Ja, und ich werde bestimmt auf jeden Fall weiter berichten, wie es gelaufen ist. Aber momentan ist halt das Kinderwunschthema auch wieder sehr aktuell bei mir. Und ja, Isa hat auf jeden Fall auch meine Kontaktdaten und ich bin da gerne bereit, auch drüber mich auszutauschen und zu beraten, soweit ich es kann. Und ja, meldet euch gerne und vielleicht lernt man ja den einen oder anderen dadurch kennen. Alles Gute! Ja, Wumme, soweit die Geschichte von Miri und ich glaube, alle Daumen sind ganz fest gedrückt an dieser Stelle. Isa, du bist dran. So, hi. Ich musste auf unser Dach klettern, damit ich jetzt wieder Empfang habe. Ich habe gerade ein leichtes Echo, weiß nicht, wie es anderen gerade geht. Aber sprechen wir weiter. Ich glaube, ich weiß, woran es liegen könnte. Hört ihr mich? Ja, gut. Ja, wir hören dich. Ist das Echo schlimm, sonst muss ich nochmal einmal runterklettern. Probier es mal, dann entscheiden wir gleich. Okay, gut. Warte, sonst kletter ich mal eben einmal schnell. Eine Sekunde noch. So, jetzt aber, oder? So ist super. Okay, ha, endlich. Mein Gott, eine Stunde läuft's und dann, wenn es spannend wird, klappt es mal wieder nicht, wie immer. So,
Jetzt bin ich dran und darf meine Geschichte einfach so erzählen, weil ich euch einfach gerne berichten möchte, was das auch alles bei der PED mit einem macht. Ganz kurz zu unserer Geschichte. Wir haben vor einigen Jahren erst erfahren, dass mein Vater Huntington hat. Vorher war das bei uns in der Familie gar nicht bekannt, weil die Mutter von meinem Vater relativ früh gestorben war. Und das war eher so eine Schockdiagnose dann auch, weil das bringt natürlich das ganze Leben wirft das alles über den Haufen. Und in dem gleichen Jahr, wo wir die Diagnose von meinem Vater bekommen haben, haben auch mein Mann und ich geheiratet. Und dann war direkt mit der Diagnose ja auch klar, was ist mit uns, was ist mit unserem Kinderwunsch, was wollen wir machen. Und ich bin da relativ klar dran gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte so keine Kinder bekommen. Und habe mich dann ganz doll informiert und auch viel Information eingeholt an der Uniklinik in Bochum. Die sind da super und konnten mir immer gut weiterhelfen und habe auch viel recherchiert. Und dann sind wir halt den Weg der Präimplantationsdiagnostik gegangen in Lübeck. Und damals hat Lübeck auch noch mit Lübeck zusammengearbeitet, mit der Humangenetik. Das ist jetzt Ganze, haben wir gestartet 2017. Unser ganzer Kinderwunschweg hat insgesamt 4 Jahre gedauert. Und ich glaube, ich kann heute ganz tapfer und stolz erzählen, dass alles geklappt hat und wir einen kleinen, wunderbaren, süßen Joshua haben, der jetzt gerade mit seinem Papa am Strand ist und ich eben im Wohnmobil sitze, in Schillig am Strand und es alles gut gegangen ist. Wenn man mich aber in den 4,5 Jahren manchmal gefragt hat, wie es mir geht, dann ging es mir auch nicht gut. Und das ist genau das, was auch Herr Hoffmann schon gesagt hat. Kinderwunsch ist eine sehr emotionale Geschichte. Es sind Gefühle dabei, die kannte man vorher noch nicht, die will man auch nicht wieder kennen und es ist eine Achterbahn, die man erlebt mit Glücksgefühlen und auch Trauer und Ängsten, die immer wieder begleiten. Ich kann sagen, es lohnt sich zu kämpfen, aber es ist auch gut, wenn man auch mal die Blicke woanders schweifen lässt. Wir haben mit der PED gestartet und ich dachte, ich bin jung, ich war 27, die haben mich eh alle gefragt, was ich denn da möchte. Und als ich es dann aber erklärt habe, war es auch ganz klar. Und ich dachte und war so naiv, ich fahre da einmal hin, mache einen Gesprächstermin und dann fahren wir nochmal hin. Da kriegt man ein Embryo eingesetzt und dann fährt man wieder nach Hause und man ist schwanger. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall gewesen und das ist auch das, was ich immer wieder mitgebe oder gerne sagen möchte, es ist wirklich ein längerer Weg. Es kann richtig gut klappen und man fährt wirklich nur ein paar Mal hin und bei uns war es aber, der kleine Joshua war Transfer Nummer 7 und das, obwohl alle zu mir sagten, ich bin jung, ich bin gesund, wir hatten keine anderen Erkrankungen, es ging nur um das Huntington-Gen und die Kinderwunschbehandlung dabei, aber trotzdem ist es manchmal, liegt es nicht in unserer Hand und auch nicht in der Hand des Kinderwunschzentrums, dass es klappt oder eben nicht klappt. Da müssen wir ein bisschen Vertrauen in das Leben haben oder auch ein bisschen Geduld oder auch eben manchmal auch sonst auch sagen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Das gibt es natürlich auch und das muss man auch akzeptieren. Wir haben, das kann ich noch erwähnen, vor der Präimplantationsdiagnostik die Polkörperdiagnostik auch durchgeführt. Obwohl das Humanzentrum damals sagte, macht es nicht. Aber mich hat dieses ganze Ethikantrag stellen, die ganzen Formulare ausfüllen, damals so, glaube ich, schockiert und auch zweifeln lassen, dass man da was Falsches tut und was Unerlaubtes und was ganz Schlimmes, dass ich gesagt habe, nee, wir versuchen es, weil es ja eben auf meiner Linie ist, erst mit der Polkörperdiagnostik. Aber auch das, was vorher sagte, es ist Quatsch, wenn man den Gedanken hat, bitte eigentlich direkt die PED starten. Gerade, ich kann es so sagen, es kommt immer häufiger vor und es ist immer bekannter und auch die Ethikanträge gehen durch. Da ist der Mehraufwand wirklich lohnenswert. Das sollte man auf jeden Fall wirklich so machen. Ich habe die Erfahrung selber gemacht und ich hätte mir ein paar tausend Euro sparen können. Genau, richtig. Der Ethikantrag in Nord ist teurer als in Bayern, das haben wir schon gehört, auch von der Miri. Die gehen aber auf jeden Fall durch und das ist auch schon mal gut. Und es ist eigentlich auch nur ein Formular. Man darf sich da nicht so, ich habe gedacht, oh Gott, was tun wir denn da? Da gibt es ethische Fragen, was wir da machen und ob es richtig ist oder falsch.
Und das entscheiden da Leute, aber es ist halt unsere Entscheidung, dass wir das machen wollen. Und es ist machbar, es ist keine große Hürde mehr. Da sollte man nicht keine Angst vor haben. Genau, 4,5 Jahre. Wir haben ein Jahr Pause auch eingelegt, weil irgendwann wir auch gesagt haben, mein Mann und ich, nach dem 5. Transfer haben wir gesagt, wir machen Pause, wir fahren nochmal richtig schön in Urlaub. Wir müssen nochmal an was anderes denken als immer nur Kinderwunsch. Und danach haben wir aber auch neu gestartet. Deswegen diese Ethikanträge verfallen auch nicht. Und man kann auch mit dem Kinderwunschzentrum besprechen, wie viel man versucht, wann man wieder Pausen macht. Das ist alles schon machbar und da gehen die Zentren auch individuell auf einen ein. Das ist auch, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man das völlig entscheiden kann und auch mal wirklich sagen kann, stopp, bis hier und jetzt machen wir erstmal was anderes und gucken uns um. Und dass es eben nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass man da nicht festgefahren ist und auch sich nicht dazu drängen lassen muss. Ansonsten ist es aber auch schwierig. Also PID ist, man geht nicht hin und kriegt nur eine Spritze, man kriegt mehr Spritzen und mehr Hormone, gerade als Frau. Der Mann hat da den leichteren Part. Aber das sollte man eben auch nicht unterschätzen, finde ich. Gerade wenn man das hört mit den Testungen, wo die werden oder die Kinderwunschpaare noch nicht wissen, wie deren Genstatus ist. Man unterzieht sich körperlich wirklich schon da einer Hormonbehandlung, die müsste vielleicht nicht sein, wenn man wüsste, dass man vielleicht das Gen nicht hat, weil es sind immer noch 50%. Und das würde ich immer noch mal so dahinstellen. Es ist kein Spaziergang, Kinderwunschklinik. Und die sind zwar gut und es wird auch immer besser und man kann auch, sage ich mal, wir haben viel im natürlichen Zyklus am Ende gearbeitet, weil ich auch gesagt habe, ich möchte das gar nicht mehr, weil wir haben ja gar nichts, ich kann das ja auch im natürlichen Zyklus alles versuchen und das war auch am Ende der beste Versuch, den wir hatten, wo wir am wenigsten eingegriffen haben, kinderwunschtechnisch. Genau. Und jetzt ist es ganz schön. Ich bin sehr glücklich, dass ich weiß, dass unser Joshua gesund und munter ist und auch das Huntington-Gen nicht mehr hat. Und bei uns in der Familie hat es sozusagen nicht lange überlebt. Wir haben es bei meinem Papa erfahren. Ich weiß, dass ich es auch habe, aber danach ist Schluss. Bei meiner Schwester war der Test negativ. Der Joshua hat auch einen Stopp und dann ist es jetzt bei uns auch wieder vorbei. so kann man das so sagen. Genau. Es gibt eine Internetseite mit den PID-Zentren, die gebe ich immer gerne raus. Da sind alle Zentren aufgeführt mit der Humangenetik passend dazu. Wir sind immer von NRW aus nach Lübeck gefahren. Das sind locker 500 Kilometer, weil es damals nicht so viele Zentren gab, die sich vor allem mit Huntington und dem Kinderwunsch auskennen. Ich würde das keinem empfehlen, sich hier eine Klinik zu suchen, die weit weg ist, sondern immer eigentlich eher vor Ort, wenn man sich da wohlfühlt. Außer die sind daraus aufgelegt, dass man es wirklich über die Entfernung machen kann. Weil ansonsten fährt man halt doch schon öfter die Strecke. Und das ist anstrengend, auf jeden Fall. Genau, richtig. Würde ich den Weg nochmal machen? Für ein zweites Kind? Nein. Wir haben noch einen Eisbären auf Eis liegen. Das hört sich immer so schön an. Das ist noch ein Embryo, den wir zurücktransferieren können. Den Versuch werden wir auch starten. Wir legen uns jetzt nicht so fest, dass es klappt, weil nach 7 Transfer hofft man ja nicht auf den einen. Und wir sind gerade ganz glücklich, so wie wir zu dritt hier sind. Das ist auch völlig perfekt schon. Wenn da noch jemand dazukommt, wäre schön. Ansonsten ist das auch völlig in Ordnung. Aber für ein zweites Kind würde ich keine PID mehr machen. Bei uns ist sonst Feierabend. Oder wir haben eben auch noch, das erzähle ich aber auch gleich kurz nochmal, einen anderen Weg der Adoption nämlich auch eingeschlagen. Das erzähle ich aber auch gleich nochmal, denke ich. Oder Michaela? Genau, erstmal danke, Isa, für deine Geschichte, deine PID-Geschichte. Von der Regieanweisung hätte ich jetzt erst noch die Geschichte PID im Ausland und zum Abschluss von der Adoption. Passen wir. Dann machen wir das auch so, wie wir es uns gedacht haben, genau. So, das war Isas Geschichte und jetzt kommt Annikas Geschichte. Moment. Oh, noch nicht. Oh, Fehlermeldung, Moment.
Hallo zusammen, ich bin Annika, ich bin 31 Jahre alt und freue mich riesig heute, meinen Erfahrungsbericht mit meinem sehnlichsten Wunsch, dem Kinderwunsch, heute mit euch teilen zu können und würde mich dafür gerne an den Fragen langhangeln. Die erste Frage, wie meine Huntington-Familiensituation ist. Und zwar ist es bei mir in der Familie so, dass mein Opa und mein Papa Chorea Huntington haben, hatten, mittlerweile gestorben sind. Bei beiden ist die Krankheit ziemlich zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten. Also mein Opa war schon recht alt, bei meinem Vater Mitte 30. Und genau, so komme ich eigentlich auch schon zu dem zweiten Punkt, wann ich davon erfahren habe. Ich war damals relativ jung und habe natürlich direkt verstanden, mein Opa und mein Papa haben die gleiche Krankheit. Und habe dann direkt gefragt, Papa, wie sieht das eigentlich aus? Ist diese Krankheit vererbbar? Und mein Vater war damals direkt sehr, sehr ehrlich zu mir und hat mir direkt gesagt, dass es so eine vererbbare Krankheit ist. Ich war noch sehr jung und habe das sicherlich gar nicht richtig verstanden, was das für mich bedeutet. Aber ich bin froh, dass ich so aufgewachsen bin, weil mir so ein bisschen der Schockmoment genommen wurde, dass ich es irgendwann später erfahren habe. Da kommen wir dann auch zu der nächsten Frage, welchen Weg es für mich in Bezug auf den Kinderwunsch gab. Natürlich jetzt mit dem Risiko, ich bin jetzt 31, dass ich eventuell die Krankheit haben kann. Ich habe mich bis jetzt entschieden, mich nicht testen zu lassen, weil ich einfach gerade nicht mit der Gewissheit leben wollen würde und momentan noch versuche so ein bisschen mein unbezwungenes Leben zu führen. Aber natürlich diese Entscheidung schwierig ist, mit dem Kinderwunsch übereinzubringen, weil der Punkt halt ist, dass ich auf jeden Fall nicht riskieren möchte, dass mein Kind krank ist. Und deswegen bin ich natürlich letztes Jahr, wo dann langsam der Kinderwunsch mit 30 stärker wurde, an den Punkt gekommen, was mache ich jetzt? Teste ich mich doch? Was mache ich? Was für Möglichkeiten habe ich? Ich habe das lange weggeschoben, wusste gar nicht, an wen ich mich wenden soll und bin so froh, dass ich dann über die Huntington-Hilfe wirklich auch an die Isa geraten bin, die mich da am erst direkt an die Hand genommen hat, Ideen hatte, mir erstmal Möglichkeiten aufgezeigt hat, ihre Erfahrungen berichtet hat. Das war ganz wertvoll. Habe dann aber für mich herausgefunden, dass es in Deutschland schwierig ist, wenn man nicht getestet ist, durch die Ethikkommission das Thema durchzubringen, und habe für mich überlegt, was sind Alternativen, und bin dann bei Facebook in einer Huntington-Gruppe auf eine junge Frau gestoßen, die gerade beim Einsetzen in Prag war und die super Erfahrungen gemacht hat. Und da muss ich sagen, war meine erste Reaktion, oh je, Prag, da denkt man irgendwie an irgendwelche Schönheitsoperationen und ja, vielleicht nicht so die seriöste Anlaufstelle. War dann aber so ein bisschen auch verzweifelt, was mache ich, und habe dann mit dieser jungen Frau gesprochen, die wirklich total begeistert war. Und das ist wahrscheinlich auch dann die Frage 4, warum? Und das hat mich so direkt überzeugt, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, ich muss vielleicht nicht durch eine Ethikkommission, es gibt auch noch einen anderen Weg, und auch, dass ich mich nicht testen lassen muss vorher. Das war für mich natürlich auch ein wesentlicher Aspekt. Habe dann angefangen, mir Kliniken in Prag rauszusuchen. Einmal natürlich die Klinik, wo diese junge Frau war, aber auch nochmal Alternativkliniken. Habe erstmal alle angeschrieben und gefragt, was kann ich machen, ist es überhaupt möglich? Und da habe ich direkt super viel positives Feedback bekommen. Sogar 4 Kliniken, die sich auch mit der Huntington-Krankheit auskennen. Und habe dann auch zu Frage 5, wer meine Ansprechpartner waren, da wirklich gute Kontakte gehabt, die ich auch gerne nochmal teile und weiterleiten kann. Und habe mich dann für die Klinik Gennet entschieden, weil ich mit denen Skype-Interviews führen konnte, was super praktisch war. Wir mussten nicht extra nach Prag fahren. Es ging alles erstmal, die ersten Interviews, alles per Skype. Und ich muss sagen, also die Termine, gerade mit dem, man hat dann einen Termin mit dem Genetiker und mit dem richtigen Arzt. Und die Termine waren so klasse. Man kann auch einen Dolmetscher dabei haben. Der Genetiker spricht Englisch, aber der andere Arzt Deutsch.
Für den englischen Teil kann man auf jeden Fall auch einen Dolmetscher dabei haben, also die Sprachbarriere damit auch so wirklich ein bisschen umgehen. Und es war einfach von Anfang an unkompliziert. Man hat eine feste Ansprechpartnerin, eine Koordinatorin. Meine ist ganz klasse, die Antworten, die Mails immer sofort, die sind telefonisch erreichbar. Es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und die haben wirklich so seriös in diesen Gesprächen gewirkt, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist es wert, das ist eine tolle Alternative und mir auch so ein bisschen die Angst vor Prag und ja, den Ruf, den man vielleicht erstmal im Kopf hat oder die Vorurteile ein wenig genommen. Und deswegen dann auch nochmal zur nächsten Frage, ob ein anderer Weg möglich gewesen wäre, ja, sicherlich vielleicht einen Test zu machen oder natürlich trotzdem Kinder zu kriegen. Das war für mich aber alles keine Option. Und das habe ich dann alles abgewägt und habe da auch nochmal mit dem Huntington-Zentrum in Bochum gesprochen und auch nochmal mit Isa über die Alternativen, aber habe mich dann entschieden, Prag zu wählen. Wir sind auch dann vor Ort gewesen und haben eine ganz tolle Klinik, ganz modern vor Ort vorgefunden. Also unser Eindruck hat sich absolut bestätigt. Es ist super unkompliziert, es geht total schnell. Also ich habe mich im Oktober das erste Mal so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann wollten wir aber auch noch ein paar Monate haben. Ich habe joblich nochmal gewechselt. Also habe ich so richtig im Februar begonnen, dann meine Blutproben und so abzugeben. Und bin jetzt gerade im Modus, dass ich nächste Woche eine Blastozyste, also ein befruchtetes Embryon, was jetzt auch schon getestet wurde, eingesetzt wird. Also man sieht, der Prozess ist weniger von ein halbes Jahr ohne Ethikkommission und einfach sehr unkompliziert, sehr nah, sehr liebevoller Umgang. Also für mich der perfekte Weg. Auch das zur nächsten Frage. Ich würde keinen anderen Weg wählen. Ich würde es immer wieder so machen. Und ja, das ist auch mein Tipp. Falls ihr euch interessiert dafür, ist natürlich auch nochmal ein Kostenaspekt. Also ich denke, dass es am Ende ungefähr auf die Hälfte der Beträge als in Deutschland ausläuft. Ihr werdet super betreut, es geht schnell, ihr müsst nicht durch eine Ethikkommission. Also ich kann es einfach nur empfehlen, meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt immer wieder mich kontaktieren, meine Kontaktdaten werde ich bereitstellen. Ich wollte auch noch einen Erfahrungsbericht auf der Internetseite veröffentlichen. Ich kann es absolut empfehlen, dass ihr euch einfach ein Skype-Interview mit denen ausmacht. Es einfach probiert, es kostet nichts, ihr könnt nichts verlieren. Euer Bauchgefühl dann sprechen lassen und ja, wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Scheut euch nicht und nutzt diese Chance, da auch nach Alternativen zu gucken. Und vielleicht auch für Leute, die keinen Test machen wollen, die nicht getestet sind, ist es wirklich eine tolle Alternative und eine Möglichkeit, trotzdem ein gesundes Kind zu kriegen. Danke, dass ich meine Erfahrung hier teilen durfte. Ich kann noch ganz viel mehr erzählen und Stunden voll machen, aber ich will hier auf keinen Fall den zeitlichen Rahmen irgendwie crashen. Deswegen meldet euch gern bei mir, auch immer gern per WhatsApp-Telefon. Wir können gerne sprechen. Ich freue mich auf ganz viel Rückmeldung und hoffe, dass ihr einen Weg nach Prag findet. Ganz viele liebe Grüße. Tschüss. Jetzt sicher da. Das war die Annika, die ihr Schritt erzählt hatte. Isa, wollen wir zwischendrin? Es gibt eine Frage, die finde ich jetzt thematisch sehr passend. Ja, gerne. Und zwar möchte der Jan gerne wissen, welche Kosten kommen bei einer PID durchschnittlich auf ein Paar zu und wie sieht es mit Kosten im Ausland aus? Okay. Ich kann sagen, bei uns, wir haben alles zusammengerechnet mit Fahrten. Das ist natürlich nach Lübeck immer noch mehr gewesen, als wenn man jetzt vor Ort ist. Knapp 22.000, 23.000 Euro ausgegeben. Das ist hier in Deutschland der Fall. Also aber mit allem, mit der PKD vorher, mit dem Ethikantrag, mit der PID danach, mit den Fahrten, Hotelkosten und Medikamenten und auch, was man auch noch bedenken muss, das Einlagern, wenn man noch Eizellen über hat. Das Einlagern in den Gefrierschrank, das ist immer so schön, kostet auch nochmal 500 Euro für ein Jahr. Das ist auch nochmal nicht zu vergessen. Ich weiß, dass die
Pannenklinik in Köln, die hat Pauschalbeträge auch. Da liegen wir auch, glaube ich, meine ich auch bei um die 15.000, 20.000. Und dann gibt es natürlich auch immer Variationen, je nachdem, wie viele Eizellen, wie lange man braucht und so weiter. Und die Annika wollte mir nochmal einen genauen Kostenplan rüberschicken, aber das ist deutlich günstiger, eindeutig günstiger. Und wenn die das auch den Rest noch über Skype schaffen und man wirklich nur selten hinfliegen muss oder hinfahren muss, und ich glaube, die Flüge nach Prag sind jetzt auch nicht so teuer, da kann ich, glaube ich, auch noch nach Lübeck fahren, dann ist es auch nochmal ein anderer Kostenbeitrag. Okay, dann danke dafür. Und wir haben noch einen Erfahrungsbericht zum Thema Adoption. Genau, da springe ich einmal für die Emily ein. Die Emily wollte heute eigentlich über die Adoption sprechen, ist aber leider verhindert spontan und deswegen berichte ich ganz kurz eigentlich nur, weil ich das Gefühl hatte, dass oft so erzählt wird, dass Adoption bei Huntington-Betroffenen gar nicht in Frage kommt, weil die Pflegestellen oder die Jugendämter das gar nicht durchwinken. Wir haben uns in dem Jahr, als wir Pause gemacht haben und uns nämlich nochmal nach Alternativen umgeschaut haben, das, was der Herr Hoffmann sagt, nicht immer an allem festhalten, sondern auch mal gucken, nämlich bei unserem Jugendamt hier für Pflegeelternschaft oder Adoption beworben, haben alle Seminare mitgemacht, haben Anträge, was man auch darstellen muss, wieder ausgefüllt. Und man braucht, das Einzige, was man wirklich braucht, ist vom Arzt ein Attest, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, also jetzt gerade, gesund ist, keine lebensverkürzenden Erkrankungen hat. Und das ist der Fall. Was kommt, das weiß keiner von uns. Wir können auch über die Straße laufen und werden überfahren oder vom Hai gefressen werden. Das kann alles passieren. Dass wir dieses Gen tragen, verkürzt jetzt gerade nicht mein Leben und ich weiß nicht, wie es laufen wird und das weiß keiner von uns. Und deswegen spielt das bei der Adoptionsgeschichte keine Rolle für die Jugendämter, sage ich mal. Und deswegen, das ist dann eigentlich nur das eigene Empfinden, was man dann da sagen muss, möchte man das einem Kind, was vielleicht eh schon, je nachdem, wenn es aus Pflegeelternschaft kommt, als Pflegekind kommt, auch schon eh eine schwierige Geschichte hat, auch noch andere Sachen zumuten. Aber ich denke mir auch, man kann diesen Kindern auch bestimmt noch 20 schöne Jahre schenken und mit denen das Leben bereichern. Und man ist dann ja auch nicht alleine, sondern man hat auch noch einen Partner und noch Familie und dann auch Freunde. Und ich glaube, es wird kein Kind der Welt das Leben überwinden, ohne dass man mal mit Krankheit in Berührung kommt. Und das ist dann auch die Frage, wie man damit umgeht. Und die Frage stelle ich mir ja auch, wenn ich selber sage, ich bin Huntington-Genträgerin, aber ich möchte Kinder haben, traue ich denen das auch zu? Ja, müssen die. Die müssen da irgendwann auch mit umgehen können. Aber ich kann sie darauf vorbereiten und kann mit ihnen lernen, damit umzugehen. Deswegen. Also es ist alles möglich und auch ein spannender Weg, finde ich, Pflegeelternschaft und Adoption, weil es gibt so viele tolle Kinder, die einfach in den falschen Familien sind oder zur falschen Zeit am falschen Ort. Und da suchen die Jugendämter gerade auch wirklich händeringend nach Personen, die ein Zuhause haben und ein Bett übrig haben und ganz viel Liebe, um Kinder aufzunehmen. Also traut euch auch da. Es ist mal ein anderer Weg, aber ich kann ihn nur empfehlen. Wir selber haben jetzt noch kein Adoptionskind oder ein Pflegekind aufgenommen, weil wir ja mit unserem Yoshi gerade gut beschäftigt sind. Das wäre aber sonst auch unsere Alternative, vielleicht in 2-3 Jahren nochmal. Und ich kann aber aus meinem privaten Umfeld erzählen, dass eine Freundin von mir, nicht mit Huntington betroffen oder so, aber gerade ein Pflegekind aufgenommen hat. Und es ist zuckersüß und schön zu sehen, wie toll die das aufnehmen und wie froh die sind, ein Zuhause zu haben. Genau, ganz kurz und knapp. Super, nochmal danke für den Bericht dieser Thema Adoption. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Fragen gab es bisher keine mehr. Dann würde ich noch mal zum Abschluss was zu weiteren Informationsquellen, Moment, was macht er hier? Ja, was zu Informationsquellen noch sagen und wie man uns auch erreichen kann. Auf der Webseite der Deutschen Huntington-Hilfe gibt es eine extra Seite rund um Kinderwunsch und Familienplanung. Da wird man auch dann das Online-Seminar von jetzt dann später finden können. Da gibt es auch ein Infoblatt, wo viele Möglichkeiten aufgezeigt sind, die ich vom Anfang gezeigt hatte. Ansonsten Isa als unsere Kinderwunschbeauftragte hat eine E-Mail-Adresse bei uns mit kinderwunsch@bhh-ev.de. Ansonsten gibt es Sonja, die sich um Family und Kids kümmert, alle jungen Aktiven, die für die jungen Menschen draußen bis 35 zur Seite stehen
unsere Geschäftsberatungsstelle, aber auch regional die Landesverbände und die Gruppen. Wir bieten neben diesem Online-Seminar auch Online-Treffen an, wo man dann sich auch austauschen kann, miteinander reden kann. Da gibt es welche bis verschiedenen Gruppen, die jungen Leute bis 35, ein neues speziell für Eltern, gerade in Gründung. Das hat dann neue Termine werden noch bekannt gegeben. Wir machen auch monatliche Treffen nur für die Angehörigen und Partner, wenn die mal untereinander reden wollen. Und ganz neu wird es ein Online-Hügel geben, wo sich Erkrankte, wo sich Menschen mit Symptomen und Genträger treffen können. Die Unterlagen werden zur Verfügung gestellt später, habe ich schon gesagt. Oh, das war schon. Okay, das war jetzt aber schnell. Okay, mehr wollte ich gar nicht sagen. Das war mein nochmal die ganzen Kontaktdaten zum Ende. Und also ich bin mega dankbar, dass wir den Nachmittag gemeinsam hatten, dass wir die vielen Aspekte aufzeigen konnten und dass wir aufzeigen können, wie komplex das Thema ist, auch wenn wir nur so ein ganz kleines bisschen davon getippt haben gerade. Aber wie wichtig das Thema auch ist und wie viel man noch mehr darüber sprechen könnte, das hat mir der Tag gezeigt. Ich fand es extrem wertvoll, die ganzen Geschichten zu hören und auch die Vorträge, die emotionalen Aspekte und die PID im Detail kennenzulernen, war sehr wertvoll. Danke Isa, dass du den Stein ins Rollen gebracht hast. Danke Frau Professor Dr. Heer und nochmal danke Rainer, dass ihr euch das zur Verfügung gestellt habt. War sehr wertvoll heute Nachmittag. Dann beende ich jetzt mal die Aufzeichnung und sage Tschüss an dieser Stelle. Dankeschön.